Ja, hallo und herzlich willkommen zur Payback 2017 Podcast Review. Payback fandet ihr am 30.04.2017 in San Jose, Kalifornien im SAP Center statt mit den Kommentatoren Michael Cole, Booker T und Corey Graves und mit einem sehr, sehr geilen Theme-Song und zwar Born for Greatness. Ja, Born for Greatness von Papa Roach. Auf jeden Fall ein sehr geiles Lied. Und an meiner Seite ist einmal der Mischa. Ja, guten Abend. Und der Jonas. Grüßt euch. Ja, wieder am Start. Pay-per-view. Zeit war. Und ja. Bock ja. Auch? Ja. Bock ja, Brock nicht. Aber das wird ja bald wieder der Fall sein dann. Genau, beim grandiosen nächsten Raw Pay-per-view Great Balls of Fire. Yeah. Ja. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der den Namen nicht so schlecht findet. allein wegen des Leads von Jerry Lee Lewis, was ich ja ziemlich geil finde. Kann sich jeder mal anhören. Gibt es bei YouTube wahrscheinlich tausendfach mit zig Millionen Aufrufen. Und wahrscheinlich kennt sogar jeder. Wenn nicht, müsst ihr es euch anhören. Und ist natürlich ein Klassiker. Das habe ich dann immer im Kopf. Deswegen finde ich den Namen gar nicht so schlecht. Also ich... Meine Meinung ist zumindest, wir hatten schon schlechtere. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, welchen, mir fällt gerade kein so richtig schlechter Pay-Per-View-Name. Was war denn so ein richtig schlechter Pay-Per-View-Name? No Escape fand ich immer ziemlich schwach, zum Beispiel. Ja, aber ansonsten mal abwarten. Aber wie gesagt, wenn euch einer einfällt, mir... Ich habe irgendwie drei im Kopf, aber sie gehen mir nicht auf die Zunge. Aber ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, was da... Jo, fällt mir jetzt auch gerade spontan nicht ein. Also Great Balls of Fire ist auf jeden Fall ein Name, der... Haben wir ja schon, glaube ich, in der Preview schon gesprochen. Ist jetzt so ein Name, wo wir jetzt nicht so geil finden. Du willst ja den, das Lied ja als Theme haben. Für den nächsten Baby Blue. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist nicht so wahrscheinlich. Ich leider auch nicht, aber es ist halt einfach nur geil, das Lied. Von daher finde ich, also es ist halt ein Klassiker und ich fände es mal was anderes. Also das wäre halt mal in die andere Richtung, das einfach mal zu probieren, so ein Lied zu nehmen. Ist jetzt auch nicht so ein Badass-Song, klar, aber wäre mal ein Versuch wert, finde ich. Ist natürlich genauso gut wie No Mercy, das Lied. Naja, eher nicht, aber... Ja, auf jeden Fall. Was sagt Micha dazu? Ist mir eigentlich relativ egal. Das ist eine sehr gute Meinung, aber ich denke mal, das Lied, was wir bei Payback hatten, war geil. Das war geil, ja. Papa Roach ist wahrscheinlich so... Ich weiß nicht, eine Lieblingsband ist für mich schwierig zu nennen, weil ich keine wirkliche Band auf Spotify oder so habe. Die einzige, die ich halt wirklich habe, wo ich jedes Lied eigentlich mag, ist halt Papa Roach. Und deshalb wäre das wohl die Band, die ich wohl auch als meine Lieblingsband nennen würde. Wäre halt, ja. Auch nicht schlecht. Passt auch immer. Ist übrigens eine Band, die, finde ich, eine coole Entwicklung gemacht hat. Also damals halt richtig badass. Oder heute ein bisschen ruhiger geworden, aber nicht so wie Linkin Park, die, finde ich, zum Beispiel extrem schlechter auch geworden sind. Papa Roach ist halt anders geworden. Aber ich finde nicht schlechter. Und das ist eben schon ziemlich cool. Ja, du hörst halt immer noch raus, dass es immer noch Papa Roach ist. Auch wenn jetzt viel mehr Elektro in den Liedern drin ist. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel Gravity oder so mit Last Resort oder so vergleichst damals, ne? Damals war halt in die Gitarre rein, gib dem Ding und dann geht's los. Und heute ist halt ein bisschen gesättigter und so. Und ja, aber auch nicht schlechter. Wie gesagt, ich finde die auch super und passen eigentlich auch zum Wrestling perfekt. Ja, die hatten ja auch mal mit To Be Loved den Theme von Raw. Ah, stimmt, richtig. Ja, Last Resort kann ich auch gut erinnern, das Lied. Das war richtig geil. Das Lied, muss ich sagen. Bob Roach, ja, auf jeden Fall, ein paar coole Lieder. Ich habe ehrlich gesagt keine richtige Lieblingsband, weil ich von vielen Bands, die jetzt, ich sag mal jetzt nicht so deutsche Bands oder jetzt so, die heute jetzt sehr bekannter sind, die höre ich jetzt nicht so unbedingt, aber die so früher in älteren Zeiten, kann man sagen, höre ich mir eigentlich sehr, sehr gerne an. Ich habe ehrlich gesagt keine Lieblingsband. Ist sehr schwierig. Ja, wie gesagt, ich habe auch in meiner Spotify-Playlist
36.000 verschiedene Lieder, aber Papa Roach kommt halt am meisten drin vor und das ist auch so eine Band, wo ich sage, ey, von denen kenne ich einfach kein schlechtes Lied. Und ansonsten habe ich habe, was weiß ich noch, wen alles drin, Disturbed und sowas, aber da gibt es trotzdem auch Lieder von denen, wo ich sage, ist nicht so mein Fall. Gibt ja Ja. ältere Lieder von Linkin Park, die ich super finde. Fall Out Boy, Nickelback. Ja, Nickelback. Die mag ich zum Beispiel gar nicht. Nee, ich mag die auch nicht. Ich mag die schon. Also gerade viele Lieder, die mich eher an meine Kindheit erinnern. Weil ich von meinem Vater immer sehr gerne gehört habe. Deshalb mag ich die Lieder teilweise. War ja auch übrigens auch mal, also ich glaube, Burn It to the Ground war ja mal ein Theme von Raw. Ja, auf Ja. jeden Fall. Ja, das Hm. war gut. Das war auch super. Und ja, gibt mal einige Lieder, die ich mag. Also, ich mag nicht alle, aber viele Lieder. Weil es mir schon zumindest aufgefallen, wie viele Lieder ich einfach kenne. Ja, ansonsten, bandsmäßig, gibt es halt so viele, die ich jetzt mag. Also, natürlich, ein paar klassische Bands mag ich schon, also die es früher gab, aber ansonsten. Ja gut, ich habe zum Beispiel noch bei mir in meiner Liste, wenn ich jetzt hier gerade reingucke, in die Playlist, ist zum Beispiel noch Skillet drinne. Dann ist noch Slipknot drin, Ja, die auch. Die mag ich auch. Breaking Benjamin und Kenn ich nicht. ja, sowas höre ich natürlich auch alles. Rise Wann Against bringen die Rise übrigens Against im sagt mir Juni ja ein nicht nichts. neues? Also Rise Against oder so, ich glaube Rammstein oder diese Bands, die entsprechend nicht meinem Geschmack, also die mag ich gar nicht. So wirklich. Rise Against kommt übrigens im Juni neues Album. Kam ja jetzt schon die neue Single, die ich sehr gut finde, aber wie das bei Singles so ist, meistens wird ja das beste Lied, wie bei Fall Out Boy zum Beispiel beim letzten Album, das ich relativ schwach fand. Es war nicht schlecht, aber auch nicht gut, fand ich. Und Fall Out Boy macht es halt immer so, dass sie den absoluten Burner-Song vorher als Single publishen. Und dann denkt man, oh, das Album wird ja grandios. Und dann ist das halt schon der allerbeste Song da drauf. Wie man hat ja meistens so drei, vier Lieder auf so einer Platte, wo man halt sagt, okay, das sind die drei, vier Lieder. Und da ist es halt dann schon der Beste. Und du denkst eigentlich, oh, da kommt noch mehr. Und das nervt mich immer. Deswegen hoffe ich, dass es bei Rise Against nicht so ist. Weil der Song war ganz gut, aber auch nicht hammergeil. Aber naja, wir werden es sehen. Richtig, jetzt haben wir mal wieder klassisch am Anfang Ja. mal nicht über den Pay-Per-View gesprochen. Das tut man natürlich auch sehr gerne. Und ja, würde ich mal sagen, beenden auch die Review. Das war eigentlich eine ganz gute Review. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Kickoff-Show, habt ihr die beide gesehen? Nö. Nee, muss ich auch sagen. Muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich nicht gesehen. Oh mein Hast du Gott. sie gesehen? Nein, habe ich auch nicht gesehen. Also gab ja einmal Dann. das Ja. Tag Team Match zwischen Enzo und Cass gegen The Club. Das hat Enzo und Cass gewonnen via Small Package. Laut Berichten. Und Finn Bálor war bei Miz TV. Und so wie ich das verstanden habe, hat Finn Bálor nicht klassisch gesagt, dass er seinen Universal Title zurückhaben will. Ja, das habe ich, also ich habe es Finish quasi von dem Segment gesehen, weil da bin ich früher wach geworden, eine Viertelstunde vor meinem Wecker, deshalb habe ich die letzten paar Minuten von dem Segment noch gesehen und man hat halt ein bisschen Baylor gegen Lesnar angeteased und am Ende wollte halt Miss eins aufs Maul hauen und dann ist Maryse dazwischen gegangen und dann sind sie gegangen. Ja, also so das klassische The Miss-Segment. Ja, genau. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt in den Pay-Per-View hinein. Und ja, gab es natürlich wieder ein Video-Package, wie immer. Und anfangen tut es, ja, wie man sagen kann, erstmal werden alle Titelmatches abgeklappert. Und ja, das erste Titelmatch, was es war, war ja bei WrestleMania das zweite Match am Abend und man kann auch so ziemlich sagen, der Opener von den Raw-Matches her. Was hier wiederum der Fall ist, und zwar ist es hier auch der Opener vom Raw Pay-Per-View, Payback natürlich, und zwar das United States Championship Match zwischen The Face of America, dem Champion Kevin Owens versus Chris Jericho Y2J. Ja, ich weiß nicht, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich fange einfach Fang mal Ja. an. Das Match war natürlich logisch. Payback ist ja auch vom Bitch. der Pay-Per-View-Pass ja zum Beispiel immer, weil es ist halt wirklich so, dass es einfach eigentlich der Pay-Per-View nach WrestleMania ist, wo halt so die Matches dann nochmal kommen und da wird das dann nochmal alles abgehandelt und so. Ja, Chris Jericho gegen Kevin Owens. An sich ein ziemlich gutes Match fand ich. Also was heißt ziemlich gut? Es war ein gutes Match. Waren jetzt wenig Sachen da drin, die mir nicht gefallen haben. Aber auch wenig, wo ich sage, boah, das war jetzt genial.
war jetzt eigentlich genau das, was man schon vorher gesehen hatte. Also war jetzt keine große Weiterentwicklung da in dem Match, was wir schon von WrestleMania kannten. Einzig, was halt anders war, war eben dann am Ende das Finish mit Submission an Kevin Owens. Und das hat mich schon überrascht, dass es so klar ist dann am Ende. Ja, im Endeffekt sieht es natürlich blöd aus auf dem Zettel, dass Kevin Owens per Tap-Out verloren hat. Aber es kommt halt auch immer darauf an, was man draus macht, ne? Also ich bin ja der Ansicht, dass man eigentlich jeden Wrestler, egal wie schlecht du ihn mal verlieren lässt oder so, es kommt halt einfach nur darauf an, was du danach mit ihm machst. Du könntest Kevin Owens immer noch. Nächste Woche hat er, keine Ahnung, Number One Contender Match gegen AJ Styles um den World Title und schon ist er wieder ganz oben mit dabei. So, also denke ich nicht, dass das ein Problem sein wird. Und jetzt bitte keine Vergleiche, dass ich das mal bei Cena kritisiert hat oder so. Ich will jetzt nicht damit anfangen und die Situation vergleichen, das ist was ganz anderes. Aber auf jeden Fall denke ich, ist es erstmal nichts Schlechtes, dass er hier mit Submission verloren hat. Es kommt eben auf die nächsten Wochen an, wie stellt man ihn da, wie geht er dann aus dem Match raus. Hat man schon eine Idee für ihn, vor allem für die nächsten Wochen, dann erinnert sich in 2 Monaten keiner mehr dran, dass er ausgetappt hat, wenn man eben eine richtig gute Idee für ihn hat. Ja, das Match war für mich das ziemliche, in Anführungszeichen, Worst Case, wenn man das mal ganz krass sagen will, weil ich habe mir ziemlich viel von dem Match erwartet. Ich fand das WrestleMania-Match sehr, sehr gut. Das Match fand ich ziemlich schwach, muss ich sagen. Es war, okay, es ging ganz gut los, relativ actionreich, aber dann, als Kevin Owens so die Dominanzphase übernommen hat, da wurde es schon extrem langweilig. Ja, da kam der Headlock Owens wieder raus und totale lahme Domination. Die ganze Zeit in den Headlocks halt gehalten und was er sich schon, als Jericho dann sein Comeback wieder gestartet hat, dann total dämlich zeigt er dann am Ende die Heel Moves im Anführungszeichen, weil Owens hat ja weder gecheatet noch sonst irgendwas, sondern Jericho ist halt einfach rausgetickert und hat den Heel raushängen lassen und hat dann als Babyface ihm den Finger in der Ringtreppe zerstört und hat ihn dann zur Aufgabe gebracht, was Owens auch nicht unbedingt einen besonders tollen Status verleiht. Und vor allem jetzt auch das Aftermath von dem Match ist ja, dass prinzipiell jetzt Chris Jericho bei SmackDown ist, denn das war ja die Story des Matches eigentlich, dass der Gewinner US-Champion wird und zu SmackDown geht. Heißt, Kevin Owens ist wieder weg vom Fenster bei SmackDown theoretisch und Jericho ist jetzt da. Nur wie wir alle wissen, ist Jericho ja wohl bald weg mit seiner Band. Und von daher ist es nicht so prickelnd für SmackDown, dann irgendwie einen Topstar zu verlieren. Ich meine, man kann es jetzt natürlich hindeichseln, dass man das Number One Contender Match jetzt bringt bei SmackDown noch und dass Owens den Titel wieder zurückgewinnt, aber das wäre halt schon wieder so ein sinnloses Hin- und Hergepusche vom Titel, was ich total beschissen finden würde. Also viel erwartet, aber es war meiner Meinung nach so von dem, was ich erwartet habe, sogar mit das Worst Case am Abend. Für mich glaube ich sogar, das eine zähle ich schneller als Match, aber für mich so ansonsten das schlechteste Match am Abend. Ja, das Match selber, wie gesagt, bei WrestleMania hast du auch schon gesagt, war ein gutes Match, hat mir gefallen. Das Match hat mich enttäuscht, wir haben es ja noch zusammen geguckt. Und habe ich ja auch schon dir gesagt, so richtig fad oder so dolle ist es ja eigentlich nicht. So haben wir darüber ja gesprochen. Und wie gesagt, man kam nie wirklich ins Match rein. Man hat halt diese Headlock-Phase, die einfach irgendwann einfach zu viel war, was das Match halt ein bisschen geschadet hat und dadurch mir das Match nicht so ganz gefallen. Es war kein schlechtes Match, das auf keinen Fall, war aber auch kein gutes Match. Es war halt eher ein solides, vielleicht sogar ein bisschen schwächeres Match, fand ich. Und ja, dann natürlich das Finish mit dem Finger war an sich kein schlechtes Detail, weil man halt von WrestleMania was aufgegriffen hat, was ich jetzt nicht so negativ sehe, aber dass Owens dann deswegen tappt, weiß ich nicht. Und theoretisch, wenn Owens schlau wäre, hätte er einfach die rechte Hand benutzen können. Aber die Logik gibt es ja bei der WWE nicht. Aber ja, Owens verliert und theoretisch wäre Owens bei Raw, Chris Jericho bei SmackDown. Was ja auch laut Daniel Bryan so war, weil beim Superstar Shake-Up ist ja nicht Kevin Owens zu SmackDown gedraftet worden, sondern der US-Title ist bei SmackDown gedraftet worden. Und der Gewinner aus diesem Match wechselt jetzt zu SmackDown und der andere bleibt bei Raw.
Das heißt, theoretisch gesehen müsste Owens bei Raw sein, jedoch hat jetzt Road Dogg anscheinend gesagt, dass er jetzt doch jetzt offiziell bei SmackDown bleibt. Was dann die, also wenn es ja sein sollte, die Promo von Daniel Bryan dann teilweise komplett sinnlos war und total dumm war, dann, ne? Weil an sich, also wo er das Fatal Four Match ankündigt, oder nee, es war ein Triple Threat Match, glaube ich. Styles, Corbin, Zayn war das. Genau, Triple Threat Match war das. Das war, der Teil war gut, aber der Rest war dann kompletter Bullshit, weil das dann überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Und ja, muss man halt sehen. Ich kann es mir vorstellen, wenn Y2J bald wirklich weg sein sollte, weil er wird ja, glaube ich, bald auf Tour gehen, hast du mit Fozzy, wird er auf Tour gehen. Und da wird er eigentlich, wenn ich theoretisch sehe, müsste er eigentlich den Titel gegen Owens verlieren bei SmackDown. Vermute ich mal. Dass dann Owens, dass Chris Jericho halt feiert. Dann kommt Owens rein, sagt, er will sein Rematch haben und kriegt es und gewinnt es wieder. Das kann ich mir bei dem vorstellen. Ja. Ja, ich weiß halt, also mehr, das war halt so, wie gesagt, so für mich das schlechteste Match am Abend, allein was das Finish anging und was das Match-Technische selbst anging. Also es war halt einfach ziemlich, ziemlich enttäuschend. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, natürlich war es für mich auch das zweitschlechteste Match am Abend. Aber das war heute auch, also finde ich, ist heute auch kein großer Kritikpunkt. Also ich sehe es auch so, ich finde es trotz, fand das Match trotzdem ganz gut. Allerdings habt ihr natürlich schon recht, das ist das zweitschlechteste oder schlechteste Match, eventuell sogar je nachdem, welchen Geschmack man hat, Und wie man am das andere Abend Match war. zählt. Genau. Und von daher kann ich das schon absolut verstehen, wobei das hört sich halt so negativ an. Allerdings waren die Matches halt, also von der Qualität her ziemlich gut, sodass es jetzt auch nicht abstrus schlecht war, wenn man das schlechteste Match am Abend hatte, so ungefähr. Man muss ja dazu sagen, letztendlich die WWE hat ja eigentlich mittlerweile ein gutes Roster und in-ring-technisch gab es ja eigentlich. Außer es gab jetzt mal ein Enzo Amore gegen Cesaro. Das mal jetzt mal als Ausnahmefall. Gab es ja an sich kein wirkliches Totalausfall-Match, wo ich sagen würde: Oh Gott, das Match war ja kompletter Bullshit. Das kannst du in die Tonne schmeißen. Das gibt es ja eigentlich nicht so häufig. Nur das Problem ist, wie man es bookt. Das ist das große Problem. Weil man hat ja die guten Leute, ne? Weil Owens und Jericho sind ja nicht schlecht. Aber das Booking war nicht gut, fand ich. An sich. Und wie gesagt, dass Jericho jetzt Perspektus das andere, das ist nichts Schlechtes an sich, aber naja, ich weiß nicht. Also, man stellt dann dadurch auch Owens Scheiße da, ne, Face of the America und so weiter, und dann tappt er einfach. Also, stellt man ihn gut da, finde ich. Ja, Also, vor allen Dingen für einen Jericho, der eh bald weg sein wird. ja. Und dem eine Niederlage hier absolut nichts geschadet hat. Und Jericho ist wie John Cena. Den Das kannst du ist. burnen, wie du willst, oder was weiß ich, verlieren lassen. Das schadet ihm null. Ja, das hat fast so viel Sinn gemacht, wie AJ Styles da bei WrestleMania 32 gegen Jericho verloren hat. Ja. Ja, also ich will auch nicht sagen, also an sich finde ich es natürlich auch schlecht, dass Owens per Tap-Out verloren hat. Allerdings kommt es jetzt mehr auf die nächsten Wochen an, als dass ihn das jetzt irgendwie krass geschadet hat. Das glaube ich halt. Ja, also das mit dem Schaden nicht, aber ich sag mal. Wenn er jetzt hier gewonnen hätte, hätte ihm von der Darstellung ja geholfen, auf jeden Fall. Ne? Besiegt Das ihn auf jeden halt und Fall, das ja. so halt und so bringt es ihm nichts. Das ist halt, Ja, weißt du, das stimmt schon, ja. er hatte dieses Momentum bei WrestleMania. Er besiegt Jericho clean bei WrestleMania. Er hat ja nichts Unfaires gemacht. Er hat halt ja die Apron Powerbomb, aber die war ja legal, konnte ja machen, kann ja jeder machen. War ja ein normales Match. Und es hat ihm ja natürlich von der Darstellung geholfen. Jetzt hat man wieder dieses 50-50-Booking, was ähnlich auch bei Jericho gegen Styles war. War ja auch letztendlich ein 50-50-Booking. Ja. Und das finde ich persönlich nicht so vorteilhaft. Muss man, wie gesagt, hast du schon recht, abwarten, was man in den nächsten Wochen macht. Also, ich glaube schon fast dran, dass Jericho den Titel bei SmackDown wieder verliert an Owens, aber da muss man abwarten. Weil, wenn Jericho wirklich weg sein sollte, glaube ich nicht, dass man das jetzt so macht, dass er jetzt 5 Wochen jetzt weg ist mit dem Titel. Das macht man ja nicht. Ja, das macht ja schon der Herr bei Raw. Genau, das macht schon der Herr bei Raw, der Name Brock Lesnar. Der bei den brennenden Eiern erst wieder zurückkommt. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall, ja, würde ich mal sagen, gehen wir dann einfach mal weiter oder wollt ihr noch was zum Match sagen?
Nö. Nö. Okay, dann gehen wir direkt zum zweiten Match des Abends und zwar das WWE Cruiserweight Championship Match, was wir bei WrestleMania in der Pre-Show hatten, was ja ein gutes Match war. Und diesmal ist es in der Main-Show und zwar The Champion, The King of the Cruiserweights, Neville versus the greatest man that ever lived, Austin Aries. Ja, das Match war gut. Das in der Pre-Show bei WrestleMania war besser, aber trotzdem war das ja auch gut. Man kann sich quasi das, also es war prinzipiell das WrestleMania Pre-Show-Match minus die größeren Spots. Also wir haben hier keine 450-Splashes und was weiß ich was gesehen wie bei WrestleMania, sondern wir hatten hier halt ein gutes, kleines, actionreiches Cruiserweight-Match, was eher ein bisschen technischer ausgelegt, weil die hatten ihre schönen Moves, schöne Sequenzen, passt Dives nach draußen und so ein Kram. Und ja, Problem an dem Match war halt klar das Finish. Ich habe nichts dagegen, wenn wir nochmal Neville gegen Austin Aries kriegen, zum dritten Mal. Aber es wirkt halt wieder so künstlich in die Länge gezogen mit irgendeinem Fuck-Finish, was man hier wieder gebracht hat, dass er da jetzt den Ref halt durch die Gegend schubst und naja. Ich hätte es hier besser gefunden, wenn dann nochmal irgendwie Kurt Angle oder so rausgekommen wäre und hätte gesagt, okay, ey, Neville, so geht's nicht. Match wird restarted. Und dann hätte Aries ja den Titel holen können nach nochmal 5 Minuten Match oder so. Ja, ich fand das Match zum Beispiel richtig, richtig stark wieder. Wie Micha schon sagte, war halt das kleinere Match in Anführungszeichen, aber war von der Ausführung und der Technik einfach wieder so allerhöchste Perfektion. Das war echt genial. Und ja, die Fehde geht auf jeden Fall weiter. Vom Finish war ich dann halt ein bisschen enttäuscht. Allerdings eben, klar, die Fehde geht eben weiter. Deswegen gab es kein klares Finish. Kann ich dann auch verstehen. Deswegen freue ich mich dann aufs nächste Match. Und weil hier hatte ich eigentlich schon gedacht, gewinnt jetzt Aries eventuell den Titel und so. Und dann war es halt mehr so. Ja, guckt weiter die Fehde so ungefähr und habe ich jetzt auch kein Problem mit, weil ich würde mich freuen, wenn es in diesem Match dann so ein riesiges Payoff-Match gibt. Was ich noch nicht so ganz verstehe, dass die Crowd, also gerade aufgrund der starken Matches bei den beiden, die auch wirklich Ausstrahlung und so weiter haben, dass da die Crowd nicht mehr dabei ist, weil ich habe immer noch so das Gefühl, wenn Cruiserweight-Match ist weniger Stimmung so in der Crowd als bei einem Women's Match zum Beispiel. Kann ich mir nicht erklären. Ich konnte es mir erklären, wenn die jetzt solche Leute, die niemand, also die man zwar kennt, aber die überhaupt keine Persönlichkeit in der WWE haben, weil man sie einfach irgendwie, ja, das sind jetzt die Cruiserweights, so hier, keine Ahnung, guckt da mal zu und applaudiert ein bisschen so ungefähr. Aber die beiden haben ja wirklich massig Persönlichkeit. Und von daher will es mir nicht so ganz in den Kopf, wie das bei der Crowd noch nicht so ankommt. Ja, das Match, wie gesagt, hast du auch schon gesagt. WrestleMania habe ich hier mittlerweile schon nachgeholt. Das Match war stark bei WrestleMania. Hier das Match war auch gut, war nicht besser bei WrestleMania, aber war trotzdem gut. Man hat keine großen Spots gezeigt, aber man hat auch weniger Matchzeit als jetzt hier. Deshalb war es für die Zeit auch gut, aber wie ihr schon alle gesagt habt, das finde ich war scheiße. Also das hat mir nicht so ganz gefallen, weil es echt ein gutes Match war. Man hat ein schönes Finish, eine Powerbomb into the last Chancery und ja. Und dann kommt sowas, wo ich mir denke, super. Also ich hätte besser gefunden, Kurt Angle sagt, komm, restart the match, aber naja, eben nicht. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Crowd ist teilweise nicht anderen, aber so am Anfang haben sie es angenommen, aber das ist halt ein bisschen mehr abgeflacht, fand ich. Warum auch immer, weil das Match endlich nicht schwach war. Nee, also ich fand es überhaupt nicht schwach, muss ich Nö. sagen. Und ja, Das. keine Ahnung, also womit das dann zusammenhängt. Ja, bei WrestleMania wurde es ja gut angenommen, aber gut, da war ja auch eine andere Ja, Crowd. wobei, klar, und ich meine, es war trotzdem Pre-Show. Also klar wurde es ganz gut angenommen für eine Pre-Show, aber es war jetzt auch nicht so, dass es dem Match gerecht wurde, fand ich an sich. Und auch nicht den beiden, die da drin waren, weil Austin Aries mit seinen Moves, die er hat, ist er auch jemand, das sind ja schon diese Elbow, die er hat, ich weiß gar nicht, Rotation Elbow oder so, die er da hat. Das ist ja alles Moves, die für die Crowd gut sind. Der macht nicht einfach ein Elbow, sondern dreht sich dabei noch ein, zweimal so ungefähr. Und das ist schon
Dann ein bisschen merkwürdig. Vielleicht liegt es daran, dass es immer lila wird. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht an der Farbe liegt. Vielleicht soll man einfach eher eine schöne Farbe aussuchen. Grün. Wobei das war ja damals Saturday Night Slam. Aber das haben wir wieder vergessen. Und grün ist sowieso eine schöne Farbe. Deswegen. Und die gibt es noch nicht. Oder Wieso rosa. muss. Ja, gut, rosa haben wir ja schon. Von daher geht das nicht. Wo haben wir denn rosa? Naja, jeden Oktober. Ach so. Deswegen geht das ja nicht. Ja, dann haben wir halt nur noch Cruiserweight-Matches im Oktober. Dann haben sie das Ganze ja Stimmt, Urlaub. richtig. Ja, dann heißt das die nicht Cruiserweight Division, sondern wie heißt das Ganze nochmal? Susan G. Komen Division. Genau, Susan G. Komen. Die Susan G. Komen Championship. Geil. Ja, das wäre richtig geil. Das wäre toll. SGC Tournament. Genau. Mit Susan G. Komen als Special Guest Referee. Oder als Special Enforcer. Geil. Ja. Das ist auf jeden Fall wäre das eine Überlegung wert, mal die Farbe zu ändern. Aber wie gesagt, ich glaube auch, vielleicht muss es noch ein bisschen reifen, so ungefähr, aber man hat halt auch nicht so viel dahinter, bin ich der Meinung, an guten Wrestlern schon, aber nicht so wirklich an ja, Persönlichkeiten. Und da bin ich mal gespannt, wie die Cruiserweight Division da weitergeht. Wenn vielleicht auch Aries den Titel hält, vielleicht kann der dann ein bisschen anders agieren und so weiter. Wird auf jeden Fall interessant. Genau, dann ja, wurde noch beworben, dass Shinsuke Nakamura anscheinend dort sein In-Ring-Debüt haben wird bei Backlash. Das ist der nächste Raw Pay-Per-View, oder? SmackDown. Ach, SmackDown, okay. Extreme Rules, nee, Quatsch, Great Balls of Fire wird der Stimmt. nächste Richtig, richtig. Raw Pay-Per-View mit dem kreativen Namen. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum WWE Raw Tag Team Title Match zwischen den Champions, die Hardy Boys, Jeff und Matt Hardy gegen Cesaro und Sheamus. Ja, dann fange ich mal an. Ja, war halt ein Tag Team Match, ein 12-minütiges, war meiner Meinung nach nichts Besonderes. Es war nicht schlecht, keine Frage. Also ich fand es besser wie den Opener zum Beispiel. War halt klassische Story, das was man halt bringen muss, wenn man mit den Hardys ein Tag Team Match hat, dass halt einfach Jeff Hardy isoliert wird, weil Jeff Hardy halt das übelste Babyface ist und Jeff Hardy halt die Domination verhindern muss und dann den Hot Tag zu seinem Bruder macht. Und der räumt dann auf. Und das ist hier passiert. Das war gut so. Und ja, am Ende haben die Hardys dann gewonnen. Ich glaube, irgendwie, wie war das? Irgendwie, es gab ein Cover, glaube ich, gegen Matt Swanton Hardy. Bomb auf den Rücken Jeff von Hardy eine Swanton Bomb auf den Rücken von Sheamus gemacht und dadurch haben sie dann gewonnen. Ja, war in Ordnung. Ja, war in Ordnung das Match auf jeden Fall. Also, ja, 12 Minuten, wie gesagt, war ein ordentliches Match. War ein klassisches Tag Team Match letztendlich. Ja, in der Tat. Wurde aber von vielen zum Match of the Night gemacht, tatsächlich. Muss ich aber sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich es auch so gedacht. Also, Ja, weil, gut, das, aber ja. mittlerweile nicht mehr. Ja, es war auch nicht schlecht, aber ich fand jetzt auch hier zum Beispiel war halt das Ding, du hast halt nichts zusätzlich bekommen zu dem, was du schon bei WrestleMania oder Raw gesehen hast. Irgendwie. Also klar, bei WrestleMania waren es mehr Teams, aber trotzdem fand ich, war das jetzt so, ja, okay, das kommt jetzt danach, aber da waren ein, zwei gute Spots dabei, aber an sich fand ich den Brawl danach sogar besser, aber der gehörte ja nicht zum Match. Allein der Bro-Kick dann an Jeff Hardy war zum Beispiel ziemlich cool und so. Also da waren schon ein paar coole Sachen dabei und ja, viele dachten ja, dass Sheamus und Cesaro jetzt die Champion, die Titel verlieren, die Titel gewinnen, meine ich. Und dann die Hardys in ihr Broken Gimmick gehen, weil WWE das ja angeblich gekauft haben soll jetzt von TNA. Und da wäre ich mal gespannt. Also das wird natürlich sehr, sehr interessant.
ob es passiert oder nicht. Genau. Ich hoffe es eigentlich immer noch nicht. An sich finde ich es auch blöd, dass WWE, also auf der einen Seite will ich das Broken Gimmick nicht in der WWE sehen. Auf der anderen Seite finde ich es auch nicht okay, dass die WWE TNA Geld dafür gegeben hat, wenn das wirklich so sein sollte. Denn an sich ist das halt, hat TNA dafür kein Geld verdient einfach, weil es keine Leistung von TNA eigentlich war. Sonst könnte WWE eigentlich jedes Gimmick, jede Idee oder Randy Orton hat ein Aus angezündet. Wenn das jetzt eine andere Wrestling-Promotion macht, könnte WWE sagen, nee, zeigt das nicht, das hatten wir bei uns schon mal so ungefähr. Das finde ich eigentlich eine Frechheit, dass sowas dann unterstützt wird. Das Problem ist halt, dass WWE, wenn sie die Charaktere zeigen und es auf eine Gerichtsverhandlung ankommen lassen, dass sie dann, wenn es halt in, ich sag mal, wahrscheinlich gewinnt die WWE in 9 von 10 Fällen. Aber wenn halt der eine Fall eintritt, könnte TNA sagen, nö, wir wollen einfach nur, dass ihr das von eurer Website nehmt und so. Und dann müssen die das überall streichen und so weiter und Schadensersatz zahlen. Das wäre halt ein blöder Fall dann. Deswegen hat sich die WWE da wahrscheinlich einfach abgesichert, obwohl sie in meiner Ansicht wahrscheinlich sowieso gewonnen hätten. Aber das natürlich finde ich bei TNA richtiger Mist, weil dass die dafür Geld bekommen, finde ich einfach absolut nicht in Ordnung. Ja, wie gesagt, man muss abwarten, ob die jetzt wirklich ihr Broken Gimmick bringen oder nicht, ob Brother Nero und Broken Matt Hardy kommt, ob es obsolet wird. Wird man einfach mal abwarten. Gab ja wieder die ganzen Chants, Brother Nero, Delete, obsolet, also die ganzen Chats, gab es ja alles wieder. Mal sehen, ob es kommen wird, das wird man halt sehen. Einerseits natürlich, das Broken Gimmick ist halt ein sehr, sehr trashiges Gimmick. Ja, mit dem Rechter, wie gesagt. Stimmt schon einerseits, dass es halt, wenn es so wäre, könnte man eigentlich jedes Gimmick, was es jemals gab, theoretisch eigentlich streichen. Aber naja. So viel dazu auf jeden Fall. Was ja natürlich sehr interessant war, war natürlich der Turn, weil hat er erstmal Handshake gegeben und danach turnten Cesaro und Sheamus Heel. Ja. Richtig. Ja, ich meine, hätte es nicht gebraucht, weil du hast schon ein Top-Heel-Team bei Raw mit Revival, die übrigens heute kein Match hatten. Wo ja der Schweier immer noch verletzt ist. Stimmt. Leider. Ja. Ich meine, ich denke, das, also es wird jetzt logischerweise auch hier weitergehen mit der Fehde zwischen beiden und man hat halt jetzt den Heel-Turn durchgezogen, den man jetzt schon dreimal angeteased hat. Von daher ist halt so. Sheamus als Heel ist super, Cesaro ist egal, braucht man nicht als Heel. Ich finde ihn als Face besser, weil er meiner Meinung nach gut mit der Crowd connectet. Ganz besonders, wenn er seinen Giant Swing dann macht oder sowas oder seine Uppercuts, da geht eigentlich die Crowd immer gut drauf ab, aber naja, wir werden ihn wohl in nächster Zeit nicht im Singles Run sehen. Also von daher kann er damit Sheamus ein bisschen sein Heel Tag Team da machen. Kann er mit dem ein bisschen rumspielen. Ja. Ja, wie gesagt, Sheamus war hier okay, aber Cesaro, weiß ich nicht, finde ich auch als Face besser. Aber, naja gut, sind ja noch im Tag-Team, kann ja irgendwann der Split geben und dann wird Cesaro vielleicht ein Face und dann wird er irgendwann Universal Champion. In unseren Träumen. Das ist, denke ich mal, realistisch. In unseren Träumen, dass er Universal Champion wird. Ja, das wird, denke ich, noch ein bisschen dauern. Ja. Genau. So, ja, noch was zum Match zu sagen oder weiter? Weiter, ne? Weiter. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir nun zum letzten Titelmatch des Abends. Und ja, damit haben wir dann auch die ganzen Titelmatches durch, die es bei diesem Pay-Per-View gab. Was ich sehr komisch finde, aber naja, so ist es halt. Und zwar Alexa Bliss als Number One Contenderin um den Raw Women's Title gegen die Championess Bayley. Die Hometown Ja, Hero. da fange ich mal an. Für mich Match of the Night mit dem Cruiserweight Match, sage ich ganz ehrlich. Wobei das Women's Match fand ich sogar noch ein Stückchen besser, allein wegen der Crowd. War ein tolles Women's Match, wie ich finde, dass wir es länger nicht mehr in den Main Shows gesehen haben. Denn da war länger kein One-on-One-Match mehr.
wo ich sage, okay, das war wie die NXT-Matches damals, so ungefähr. Und das hat man hier jetzt wieder sehr, sehr gut hinbekommen mit Bliss und Bayley. Das war top gemacht, tolle Spots, tolle Moves und so weiter. Die ganzen, wo sie sich im Ring bewegt haben, dann auf den Ringposts, was sie dann da gemacht haben. Für Women fand ich das ziemlich, ziemlich hochentwickelt, was da gezeigt wurde. Einzig und allein, was mich an dem Match gestört hat, was mir aufgefallen ist, war bei Bliss, dass sie sich bei Running Moves immer zu früh hingeworfen hat. Das Das habe heißt, ich auch gemerkt. der Clothesline von Bayley, immer wenn sie Clothesline oder so ein X-Handle gemacht hat, ging der immer ganz klar über Bliss drüber. Und das finde ich so, wenn das einmal passiert, denke ich, okay, das passiert halt mal. Aber es war halt wirklich immer so. Da hat sie einfach noch nicht so den Bogen raus. Aber ich hoffe, dass bei WWE sitzt. Also wenn ich das erkenne, dann sollte es der Trainer wahrscheinlich schon fünfmal erkannt haben. Von daher denke ich, daran wird sie arbeiten. Und an sich macht es das Match jetzt nicht unbedingt viel schlechter, weil es war einfach eine tolle Psychologie. Dann das Einzige, was eben ein bisschen fader Beigeschmack. Bayley hat den Titel verloren, für manche zumindest. Das wollte ich eigentlich sagen. Für mich nicht unbedingt, denn ich finde Alexa Bliss ziemlich cool. Gerade die Endphase des Matches war recht stark mit diversen Kickouts und so weiter, die aber nicht unbedingt nur aus Finishern kamen, sondern auch Finisher gekontert und nicht dieser Finisher War, sondern wirklich gute Moves gezeigt. Es hätte zu Ende sein können, auch ohne Finisher, und am Ende ist dann halt der DDT. Aus dem man auch dachte, vielleicht kickt sie noch mal aus. Und das fand ich einfach tolle Match-Story, toll ausgeführt. Wie gesagt, außer diese Running Moves ist mir nichts Negatives aufgefallen. War wieder ein tolles Women's One-on-One-Match. Ja, stimme ich zu. War auch mein drittliebstes Match am Abend. War mein Lieblingstitelmatch quasi am Abend. War das beste Titelmatch am Abend, meiner Meinung nach. Ja, kann man nicht viel zu sagen. Alexa Bliss ist, finde ich, super. Die kann was am Mic. Und gerade im Ring ist sie gegen jemand wie Bayley super, weil sie einfach grandios den Heel verkörpert und Bayley ist perfekte Underdog-Babyface und war hier Hometown-Hero quasi. Also das hat perfekt zusammengepasst. Sie haben sich Mühe gemacht, sie haben sich über 11 Minuten hier bekriegt. Es war nie langweilig geworden, es gab schöne Moves, es war einfach ein durchweg schönes Match. Und der Titelgewinn finde ich auch gut, weil Alexa Bliss ist immerhin zweifache SmackDown Women's Championess, also finde ich gut, dass man sie weiter kontinuierlich an der Spitze hält und ihr auch hier direkt beim ersten Pay-Per-View den Raw-Title gegeben hat. Und Baileys Titel-Run war eh nichts Halbes und nichts Ganzes, war eh nichts Dolles. Ja. Ja, das Match, muss ich auch sagen, war das beste Titelmatch von den jeweiligen, also nicht das beste Match am Abend, das fand ich jetzt nicht so, da fand ich zwei Matches besser. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Women's Match. Bayley hat wieder gezeigt, dass sie gut ist. Alexa Bliss fand ich auch, hat ihr auch ihre Rolle nicht schlecht gemacht. Beide haben auf jeden Fall eine gute Chemie. Konnte ich mir auch an NXT erinnern, hatten sie auch mal ein Match gegeneinander gehabt, was Bayley damals gewonnen hat, wo die auch gut gewirkt haben, meiner Meinung nach, und auch eine gute Chemie hatten. Hat man auch wieder gesehen, auch eine gute Chemie. So Alexa Bliss als Heel, Bayley als Face hat auch gut gepasst. An sich, der Titelgewinn, ja. Ich habe ja auf Bayley getippt. Ich wollte auch, dass Bayley gewinnt, und ja. Letztendlich ist Alexa Bliss gewonnen, hat ja mit ihrem Finisher, dem DDT, das Match beenden können. Und ja, Alexa Bliss ist damit die erste Wrestlerin, die den SmackDown Women's Title und den Raw Women's Title gewinnen konnte. Hat ja bisher vorher keiner geschafft. Und kann aktuell, nach aktueller Konstellation, nur Charlotte schaffen. Da ja Wird sie Char auch? Wird sie auch? Spoiler. Ja, das wird sie auch, das stimmt. Also Charlotte kann es aktuell schaffen, weil Naomi, Becky Lynch, Sasha Banks und Bayley könnten nicht, weil sie immer noch in ihrem Roster noch drin sind. Und von daher ist es ja noch nicht möglich, aber kann ja auch irgendwann der Fall sein, dass es dann mehrere Konstellationen da ist, dass ja, mehrere Leute als SmackDown und Raw Women's Champion waren, genauso wie es auch irgendwann auch der Fall sein wird, dass auch jemand Universal Champion und WWE Champion war, so wie es damals auch mit dem World Heavyweight und dem WWE Title damals auch alles der Fall war. Meine Meinung zum Titelgewinn, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht. Ich bin nicht so einverstanden, dass Bliss den Titel gewonnen hat, weil, das habe ich ja schon öfters gesagt,
ich Alexa Bliss als Championess aktuell nicht mag. Also ich finde, sie ist nicht bereit für den Titel. Also ist meine Ansicht halt. Ich finde, sie kommt mir auch nicht wirklich als Championess rüber. Das ist zumindest mal bei den ersten Title Runs von SmackDown aufgefallen. Gerade als ich bei WrestleMania gesehen habe, wie die rauskommt. Die kommt raus und denke ich mir so, kommt raus, okay. Oh, die hat den Titel, interessant. Aber kommt nicht rüber, als wäre sie jetzt für mich eine Women's Championess. Wie jetzt zum Beispiel Bayley zum Beispiel der Fall war. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Charlotte gesehen hätte als Championess, super. Oder Sasha Banks oder Becky Lynch. Hätte ich alles als Championess gerne gesehen bei WrestleMania. Könnte ich, hätte ich mir vorstellen können, aber Alexa Bliss. Hatte ich nicht vorstellen, dass es nicht, dass ich mir nicht als Championess vorstellen kann und sie ist halt rausgekommen und ja, hat mir nichts gegeben im Prinzip. Und deshalb hat mir der Titelgewinn auch nicht ganz gefallen, weil ich finde, Alexa ist noch nicht so weit für den Titel. Sie ist zwar sehr, sehr jung, sie ist ja, glaube ich, soweit ich jetzt 25 und hätte meiner Meinung nach ein bisschen später den Titel gewinnen können, weil ich finde, sie ist jetzt nicht so bereit. Für die ist zwar nicht schlecht vom Gesamtpaket her, aber ich finde, sie ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, der würde ich jetzt den Women's Title geben. Und deshalb fand ich die Entscheidung, den Titel zu geben, jetzt nicht so berauschen. Also ich kann es verstehen, warum man es macht, aber mir gefällt es jetzt nicht unbedingt. Nee, ich finde es wie gesagt nicht schlecht, weil ja, Bayley hat den Titel jetzt natürlich nicht lang gehabt, klar. Oder wie lang war es? Ich guck 3 Monate? Ich, also seit, nee, Fastlane hat sie nicht gewonnen. Also länger als Sasha Banks auf jeden Fall. Gut. Aber das Problem ist, finde ich auch, dass Bayley schon sehr viele Kombinationen hatte. 76. Also das Ding ist halt, Bayley hat halt schon, obwohl sie kurz da ist, eben auch durch NXT sehr, sehr viele von den Divas, die aktuell im Roster sind, ganz viele Fäden schon, wo du sagst, mit Sasha Banks, mit Charlotte, mit Nia Jax, irgendwie ist sie schon mal mit allen aneinander geraten. Und Alexa Bliss, finde ich, ist noch relativ frisch. Da kannst du, wenn du jetzt sagst, oh, da gerät die mit Charlotte aneinander, dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, das hatten wir doch schon mal. Das wird jetzt ist wie beim letzten Mal oder so. Auch wenn es das vielleicht mal gegeben hat, ist es nicht so, dass es in meinem Kopf ist zumindest. Und deswegen finde ich das schon ein bisschen erfrischend. Was man daraus macht, ist dann eine andere Sache. Aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass man dadurch neue Kombinationen probieren will. Ja klar, also das Alexa Bliss, also ich sag mal, die ist jetzt kein Worst Case für mich im Prinzip, so würde ich, so krass ist es jetzt nicht, aber wie gesagt, ich mochte sie nie als Championess, ihre Title Runs fand ich beide schlecht, meiner Meinung nach, also sie fand ich jetzt nicht gut, da fand ich die anderen Title Runs besser. Auch Baileys Title Run fand ich gar nicht so schlimm, der war eigentlich relativ okay, also der war jetzt nicht, wo ich sagen würde, oh, der war katastrophal zum Vergessen. Und ja, sie ist übrigens die zweitlängste Women's Championess von Raw. Also erste natürlich Charlotte mit ihrem ersten Run. Und ja. Und Bayley halt mit 76 Tagen. Charlotte hat ja 113 Tage. Genau, so viel dazu noch kurz. Und ja, was man daraus macht, ist natürlich die Frage. Natürlich, die ganzen Fäden sind ja frisch. Das ist klar. Aber ich würde auch jetzt nicht sagen, Bayley und Sasha Banks, na klar, wir hatten die Fehde bei NXT gehabt, aber ich würde mal sagen, das ist auch jetzt eine Fehde, die jetzt nicht jeder kennt, weil nicht jeder verfolgt NXT. Und daher kann ich schon sagen, okay, das ist an sich ja auch schon auch eine neue Ansetzung. Aber natürlich, Alexa Bliss ist ja so ein Fall, weil sie halt jetzt nicht unbedingt zu den Four Horsewomen dazugehört. Und auch natürlich auch zu dem Zeitpunkt, wo die Four Horsewomen halt, sag mal, bei NXT halt waren, war Alexa bis noch lange nicht da auf diesem Status. Finde sie immer noch nicht so, dass sie so weit jetzt ist, aber sie ist auf jeden Fall näher dran oder so gut wie nah dran als vor 2 Jahren bei NXT. Da waren Charlotte, Sasha, Becky oder Bayley meilenweit vor ihr. Und ja, wie gesagt, Alexa bis, bin ich auch gespannt, was man macht. Ich hoffe, der Title war nicht gut. Ich hoffe, sie bleibt mich ein bisschen, dass sie doch eine gute Championess ist für mich. Wäre auf jeden Fall ganz cool, weil mich würde es immer wieder freuen, wenn halt Wrestlerinnen, von denen ich nicht ganz überzeugt, mich dann auch überzeugen. Das ist immer ganz cool. Ja, genau. Ja, so viel dazu. Alexa ist, wie gesagt, die erste zweifache, oder jetzt three-time Women's Championess. Und ja, genau, hat jetzt dreimal jeweils einen Women's Title halten können. Einmal, nee, zweimal bei SmackDown und einmal bei Raw. Ist nicht, wie ich jetzt sehe, bei Wikipedia sehe ich gerade, ist nicht die jüngste Titelträgerin, ist, wenn ich richtig sehe, die zweitjüngste, weil Sasha Banks war bei ihrem ersten Titelgewinn ein Jährchen jünger.
Aber nun gut, so ist es halt mal. Okay, ja, ich denke mal, wir würden noch ein Rematch machen mit denen und mal sehen, wie sich dann weiter die Fehde entwickeln wird. Ja, wobei ich denke, das wird nicht lange gehen. Also Rematch und dann kommt schon der nächste Gegner, denke ich. Wo ich mir vorstellen kann, man macht jetzt dieses Match und das gewinnt wieder Bliss. Und dann macht man die Fehde mit Banks und Banks gewinnt den Titel. Das kann ich mir so ungefähr vorstellen, dass man vielleicht sowas macht. Aber man weiß es nicht. Ja. Gut. Habt ihr noch sonst was dazu zu sagen, oder? Nee. Nö. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nun zu dem Match, was. Yeah. Und ich würde mal sagen, wir sprechen noch komplett alles dann. Jetzt ohne die Unterbrechung, jetzt einfach komplett alles. Und zwar das House of Horrors Match zwischen Randy Orton und Bray Wyatt. Kleine Info am Rande, es ging nicht um den WWE-Titel. Ja, es war. Also, Randy Orton kam halbnackt zu einem Streetfight zu Bray Wyatts Haus mit einer Limousine gefahren. Das Haus hat grünlich geleuchtet. Fängt schon gut an. Randy Orton geht im Undertaker-Style in Richtung Haus und braucht erstmal 8 Jahre. Guckt durchs Fenster und sieht natürlich der Bray Wyatt. Ja, dann ist er natürlich übelst pumped und tritt die Tür ein. Dann gibt es einen Brawl und die schmeißen sich durch Lampen durch und gehen in verschiedene Räume, wo einmal irgendwelche Puppen von der Decke hängen und das endet dann in der Küche, wo Bray Wyatt den Brawl für sich entscheidet, weil er einen Kühlschrank auf Randy Orton wirft. Und anstatt irgendwas zu machen, weil es war ja kein Referee da, den hat Randy Orton anscheinend vergessen in der Limousine oder so, fährt Bray Wyatt mit Randy Ortons Limousine zurück zur Arena. Und das war es dann erstmal für eine halbe Stunde, was wir von dem Match gesehen haben. Ja, fand ich auch enttäuschend. An sich die Idee fand ich gar nicht übel. Das Problem ist halt, die Idee war zu gut, einfach. Also, das ist so, als würde ich einen Film machen, wo es halt 50.000 Explosionen und 50.000 Wendungen gibt mit, oh, der ist jetzt der Bösewicht, aber nein, er wurde betrogen von dem und dann von dem. Das ist halt an sich eine geile Idee, dass du die immer wieder überrascht. Wenn es halt aber irgendwann keinen Sinn mehr macht, dann ist es einfach zu viel. Und hier war es einfach zu viel, weil. Erstens, wieso fahren die dann in den Ring? Ich meine, das ist doch kompletter Schwachsinn, dass sie sich im Haus prügeln, dann zurückfahren und dann das im Ring klären. Also, beim Ernst, das ist doch wirklich total bescheuert eigentlich. Wenn es wenigstens im Haus geendet hätte, hätte es wenigstens noch ein bisschen Sinn gemacht. Aber dann, also was ich bei dem Haus gedacht habe, dass so stelle ich mir das Creative Meeting vor. Pass auf, ein Writer hat im letzten Monat Resident Evil gespielt, das neue. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt mit dem Haus. Habt ihr es gespielt? Ja. Nee. Genau. Und weil es war 1:1 so ungefähr das Feeling von Resident Evil, sollte es, glaube ich, rüberbringen, oder? Also, so war es ungefähr gemacht hier. Der Bray Wyatt war so dieser Baker-Typ, der da immer durchs Haus streift, so ungefähr. Und dann dachte ich, der Writer hat bestimmt Resident Evil gespielt, kam dann so ins Meeting und sagt, so, ich habe das gespielt, das ist das, was wir für Bray Wyatt brauchen. Und ja, alles nur so gesagt, ja, okay, dann machen wir das so. Und am Ende ist das dann dabei rausgekommen, weil keiner gesagt hat, ah, nee, ich glaube, das ist nix. Und ja, das ist einfach für Wrestling passt das einfach nicht, weil man hat halt versucht, in dieses Wrestling diesen Horror unterzubringen, wie Randy Orton dann diesen Gang lang läuft und dann kommt so Seid ihr eine noch Hand da? von. Ja? Hört man mich? Ja. Okay. Hört Micha mich? Jetzt hörst du dich. Ah, okay. Hat man mich eben nicht? War ich Nö, abgebrochen? nö. Ich habe euch beide Okay. eben nicht gehört. Dann Ah, ist nicht okay. schlimm. Ja. Dann mache ich mal weiter. Auf jeden Fall diesen Gang, den Randy Orton da lang läuft, ne? Wo dann diese Hand rauskam, so dieser Jumpscare. Und das fand ich halt so, wo ich gemerkt habe,
dieses Horrormäßige, also wirklich dieser, ist ja ein Unterschied bei, ich möchte das mal vergleichen, bei Undertaker war es eher so Thriller. Du bist nicht erschreckt, aber dieses ganze Außenrum, die ganze Atmosphäre fühlt sich einfach bedrohlich an und so weiter. Und es ist ein bisschen ängstlich, so diese Mind Games von Taker. Das fand ich eher, war so Thriller-mäßig angehaucht. Und bei Bray Wyatt hat man das halt versucht, auf diese Horrorschiene zu ziehen, wo, oh, da springt jetzt jemand raus und da kommt jetzt irgendwie, da hängen Puppen von der Decke und dann kommt Bray Wyatt von hinten und erschreckt ihn immer. Und das war halt irgendwie, das passt einfach nicht zusammen, meiner Ansicht nach. Thriller und Wrestling passt sehr gut zusammen. Horror und Wrestling meiner Ansicht nach nicht. Und es gibt einen großen Unterschied. Psycho ist ein Thriller und keine Ahnung, was ist ein Der Exorzist ist ein Horrorfilm. So, und oder was ist mal ein krasser Horrorfilm? Jetzt fällt mir echt gerade keiner ein. Was so, wo ich jetzt sagen würde, das ist einfach der Horrorfilm. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist so unfassbar. Naja, auf jeden Fall weiß jeder, was ich damit meine. So der Unterschied zwischen Thriller, weil Thriller hat so die gleichen Elemente von Wrestling. Im Wrestling geht es ja auch so um diese Atmosphäre aufzubauen, das Ganze drumherum, die Story dann, die Zuschauer mitreißen sollen. Und das ist bei Thriller genauso. Bei Horror geht es eben eher um diese Erschreckmomente und so weiter. Und die hast du eben, die brauchst du einfach im Wrestling nicht. Und das hat man eben an diesem Segment so gesehen. Deswegen fand ich es an sich sehr schade. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den Versuch gut. Also ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie so dieser Adam Rose-Kack war, wo man sagt, oh, das ist einfach nur, da schäme ich mich für, sondern ich muss ehrlich sagen, ich fand den Versuch echt gut. Es war nicht gut, das kann man, oder es war nicht toll, das kann man festhalten. Aber ich bin jetzt nicht sauer, dass sie es gemacht haben oder so, weil an sich ist das was, finde ich, was es wert war zu probieren, weil es auch edgy war und so weiter, aber jetzt nicht diese ganze, ich ficke einen Hasen in den Arsch, so wie Adam Rose oder so. Das, auf dem Niveau war es jetzt nicht, wo man sagt, ey, das passt einfach überhaupt nicht rein und die Idee allein ist schon scheiße. So hier fand ich, die Idee an sich war gut, was am Ende dabei rauskam, nicht so, aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, war alles scheiße. Ja, das House of Horrors Match, ich habe ja während dem Pay-Per-View, wo ich es ja geschrieben hatte, ich glaube, da hast du nicht mehr live geguckt, Micha, ne? Da warst du weg. Da war ich Da? schon weg. Ja, da war ich ja alone. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Horror-Match angeguckt, wo ich natürlich sehr viel Angst hatte. Nee, natürlich nicht. Ich habe ja bei dem Pay-Per-View geschrieben, währenddessen gucke ich gerade Payback oder einen trashigen Horrorfilm. Das habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, weil ja, das Match ging los und ja, gab halt die ganzen Sachen. Also hat ja Micha alles sehr schön beschrieben und ich muss sagen, wie ich zu Jonas schon gesagt habe, der Ansatz an sich war gut und ich fand es auch gut, dass man sowas mal probiert hat. Die Umsetzung war, naja, nicht so prickelnd, nicht so gut, fand ich. Also, ich habe mir manchmal immer gedacht, ey, was gucke ich eigentlich da gerade? Also, ich habe bei der Live-Review, wo ich das ja veröffentlicht habe, morgens da, wo ich das ja gesagt habe, habe ich ja gedacht, was soll ich dazu sagen? Fand ich das jetzt gut? Fand ich jetzt lustig? Musste schon teilweise schmunzeln, aber teilweise war es einfach so ein Trash, wo ich mir dachte, ach du Scheiße. Also, da dachte ich mir auch nur so, oh Mann, ey. Also, wie du schon gesagt hast, Undertaker Mind Games, ja gut, was ich davon halte, das ist, denke ich mal, jeder, der mich kennt, kein Geheimnis, dass ich das natürlich super finde. Und es auch was anderes war, als jetzt, was Bray Wyatt hier gemacht hat. Also, das war einfach dumm und allein schon. Als ich gehört habe, man fängt im Haus an und es endet im Ring, wo ich mir denke, hä? Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und ja, ich weiß, wir sind bei der WWE, da macht. Irgendwas passiert. War einer raus? Ich glaube, Micha. Bei mir hat es die ganze Zeit abgehackt quasi. Ich habe euch schon mal gehört und dann mal eine Zeit lang nicht und deshalb habe ich jetzt nochmal neu angerufen. Ach so, okay. Ja, wie gesagt, ihr hört bei mir aber ganz normal an. Also. Ja. Gut, wo ich jetzt weiter war, auf jeden Fall. Wo war ich denn jetzt? Genau, die
der Ansatz einfach, weil ja, Bray Wyatt, die brawlen sich einfach, dann mit dem Kühlschrank halt, das Ende, wo ich auch denke, ja, jetzt liegt da Randy Orton tot da, der kann den Kühlschrank jetzt nicht wegstellen, weil er halt so unfassbar schwer ist, der wiegt ja Tonnen, Ja, da Tonnen. hat bestimmt Eric Rowan drin gesessen. Genau, da hat Eric Rowan dran gesetzt und hat wahrscheinlich gesagt, stay here, und Bray Wyatt, run. Und ja, fährt dann wieder zurück zum Hotel, wollte ich schon sagen, zum Ring, wo ich mir auch denke, ja, super. Kein Referee da, also das war schon teilweise echt blöd. Und natürlich, wie soll es auch sein, natürlich nachdem Rollins gegen Joe endet, geht das Match weiter. Also, das ist schon krasses Timing. Ja, Und ich würde mal sagen, wir sprechen das Match auch mal zu Ende, würde ich sagen. also Bray Wyatt gegen Randy Orton, Ja, genau. oder was? Ja, gut, war ja nicht mehr viel. Dann kam ja eigentlich nur noch diese Überraschung, dass Randy vor Bray da ist. Wurde das eigentlich erklärt, wieso? Nö. Okay, Er ist er hat die einfach Limo da. gefahren. Er hat wahrscheinlich die Limo gefahren. Ja, aber dann hätte man das irgendwie auch zeigen können oder so, weil das wäre ja dann ein Ja. cooler Moment gewesen. Also. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, warum jetzt. Also an sich, das war wieder so, man wollte halt einen coolen Effekt machen. Der war auch gut, dass Randy dann da war. Aber an sich hat es halt keinen Sinn ergeben. Wieso war Randy jetzt vorher da? Also das ist halt so alles gute Ideen, aber die Umsetzung war halt einfach sinnlos. Also im wahrsten Sinne des Was geil Wortes gewesen sinnlos. wäre, wäre zum Beispiel, wenn Randy Orton einfach im Auto sitzt. Bray Wyatt Ja, ich weiß hätte. es gar nicht, dass er fährt. Und er sitzt da einfach da und man schaltet die Kamera dahin und er lächelt einfach Ja, was ich gedacht und fährt hätte, weiter. dass Randy fährt, nicht Randy fährt, sondern Bray Wyatt fährt mit der Limousine hin, steigt dann aus im Gebäude und wenn er dann weg ist, siehst du Randy Orton aus dem Kofferraum rauskommen. Und Oder sowas. dann hätte man zumindest so eine Erklärung dafür gehabt. Und wahrscheinlich erklärt man dann morgen bei Raw, oder ist das bei Raw die Fehde? Wo wird die überhaupt ausgetragen? Die Das wird nicht Fehde erklärt. wird immer, das ist eigentlich jetzt zu Ende, weil Ach Bray ist ja so, bei Raw und Randy bei SmackDown. stimmt. Ich dachte, man könnte vielleicht, dann wird irgendwie Randy Orton hat einen Tunnel gegraben zwischen dem Haus von Bray Wyatt und dem Ring. Und wenn er unter den Ring geht, da ist so ein Tunnel, der bis zu dem Haus geht. Und den ist Randy Orton gelaufen, so Exakt, genau ungefähr. diesen Weg. Ja, also das wäre so, was es noch auf die Spitze treiben würde. Aber das wäre halt genau so was, was gerade in die Story passen würde. Das würde ich sogar noch lustig finden. Ja, es ist halt so abstrus, dass es einfach, dass alles möglich ist, so ungefähr. Und ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber dann auf jeden Fall ging es ja nur noch 3 Minuten und 24. Dann kam hier Jinder Mahal, hat Randy Orton umgehauen und dadurch hat dann Bray Wyatt gewonnen, weil ja No DQ war, beziehungsweise No Holds Barred. Und ja, dann gibt es jetzt Jinder gegen Randy Orton. Mal Bei schauen, was das Backlash. gibt. Genau. Kamen sie noch, die Sign Brothers kamen ja auch noch. Ich weiß aber nicht, Ach wie so, mit. stimmt, ja, richtig. Die kamen ja auch noch dazu. Also war ja alles, wo ich auch in dem Moment gedacht habe: Stimmt, Randy Orton ist ja noch WWE-Champion. Ups. Also, die ganze Zeit habe ich gar nicht noch dran gedacht, bis dann irgendwann, ich glaube, Michael Cohen dann irgendwann gesagt hat: Hier ist der WWE-Champion, wo ich mir dachte: Oh. Allerdings kann ich halt, also ich kann nichts mit Jinder Mahal ernst nehmen. Also, weil für mich ist das so ein Heel aus 1970, was an sich nicht Schlechtes ist, aber wir haben halt 2017. Ich meine, der Iron Sheik funktioniert jetzt auch nicht mehr. Ja, also wenn jetzt der Iron Sheik in die Halle kommt, dann wird er höchstens, der wird ja abgefeiert, weil alle den irgendwie cool finden mit seinen ganzen Tweets und so weiter. Das ist halt in der heutigen Zeit, das Wrestling ist so offen geworden, also so. Dieser eiserne Vorhang ist so weit offen inzwischen, dass dieses Gimmick eines ausländischen Wrestlers, der Turban trägt, das ist einfach out. Also für Das ist mich sowas wie verstehe ich auch das gar Sergeant nicht. Slaughter, der auch einer der größten Heels war, wird auch heute nicht mehr funktionieren. Eben, das ist halt, das hat in die Zeit super gepasst, aber das ist halt, das passt einfach nicht. Das ist genauso wie dieser All-American, würde heute auch nicht mehr funktionieren, weil selbst in Amerika sind ja. Gibt es ja jetzt immer mehr Lager, die gegen Nationalstolz und so weiter sind. Und wo das deutlich zwiegespaltener ist als zum Beispiel Anfang der 90er oder noch
vorher 80er, 70er. Von daher würde das jetzt auch nicht mehr so gut funktionieren, wenn jemand reinkommt, I'm Mr. America, this is our country und so weiter. Das würde funktionieren, wenn es der Richtige sagt. Also wenn The Rock das sagt, dann applaudieren die Leute. Aber wenn jetzt ein Gimmick darüber laufen soll, glaube ich nicht, dass dieser Wrestler dann neu funktionieren würde. Und deswegen finde ich es echt auf der einen Seite natürlich mutig von der WWE, dass sie das mit Jinder Mahal probieren. Auf der anderen Seite sage ich, mein Gott, Jinder Mahal, der hat halt nichts. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Ob der dann sogar eine längere Fehde bekommt, ob der den Titel sogar gewinnt. Wobei, das wäre natürlich, das wäre Quatsch. Das wäre natürlich aber richtig geil. Ich frage mich, was das mit Jinder Mahal soll. Er ist kein schlechter Wrestler, das will ich auch sagen. Also, er ist im Roster einer der schlechteren, finde ich. Also im Main-Roster zumindest. Aber er ist jetzt auch nicht schlecht. Er hat eine grundsolide Technik. Aber wie gesagt, er ist für mich einfach keine Persönlichkeit. Auch wegen des Gimmicks und so weiter. Und ich meine, der war in 3MB. Und jetzt kommt er wieder, hat zwei Matches gewonnen und auf einmal steht er im World-Title-Match. Ich meine, das kann ich zum Beispiel einfach nicht ernst nehmen. Also Drew McIntyre muss jetzt bei NXT wieder anfangen, komplett neu, Reboot. Und bei dem habe ich immer noch im Kopf, dass der in Ring stürmt, Luftgitarre spielt und so weiter. Also das ist wie, als würde Heath Slater jetzt ein World-Title-Match bekommen. Ich meine, wer nimmt denn sowas ernst? Ja. So viel dazu. Das Wort zum Sonntag. Am 1. Genau. Mai. Ja, auf jeden Fall. Ja, Jinder Mahal. Gefällt mir auch nicht so ganz als Number One Contender. Ich fand es auch jetzt nicht gut, dass er rauskam. Hat mir nicht so ganz gefallen. Jo, war das Ende, fand ich scheiße. Zu diesem Match. Und wie gesagt, dass Randy Orton wieder da rauskam, das war auch relativ awkward. Also, kann man jetzt nicht erzählen, dass er der neue Undertaker ist. Das ist er nee, sicherlich das, nicht. Nee, es ist auch, finde ich, ein ganz anderer Stil. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass Bray Wyatt so wie Undertaker ist. Das finde ich auch immer der Vergleich. Nee. Man versucht es halt irgendwie schon so in die Schiene zu machen, aber ich finde auch, man kann die beiden schwer miteinander vergleichen. Und ja, weil Undertaker kam halt aus einer Zeit oder hatte lange Zeit gebraucht, um diesen Charakter zu entwickeln, sozusagen, und war ja vorher ganz anders und hatte sich dann über die 2000er, also um die 2000er, so einen MMA-Stil angeeignet, so dann, ja, so 2003 sowas, oder mit American Badass sozusagen kam das, dieser ganze Mixed Martial Arts, diese harten Punches und die Handschuhe und so weiter, dass das so um die Zeit kam. Und vorher war er halt einfach dieser mystische Typ, der irgendwie, der jetzt nicht so krass gewrestelt hat, außer in der Attitude Era, aber ich meine noch davor, wo er nur sein, immer aufgestanden ist so ungefähr und nächster Move und dann ist er wieder aufgestanden und so. Und Bray Wyatt ist halt ein Charakter, der wurde reingeworfen und hat sofort funktioniert und hatte jetzt gar keine Zeit, sich groß zu entwickeln. Und wenn, finde ich eher verloren. Genau, wenn hat Bray Wyatt eher so eine Degeneration gehabt. Also der war am Anfang richtig hot und dann ging es irgendwie immer weiter bergab und dann auf einmal jetzt mit WrestleMania wieder ganz oben und bei Undertaker war es halt, finde ich, so ein stetiger Aufbau. So am Anfang war er halt Special Attraction immer bei diesen Matches, dieses Aufstehen. Dann wurde er, in der Attitude Era war er nicht mal Main Eventer, würde ich sagen. Da war er einer der Upper-Mid-Kader und dann mit der ich Zeit... Ich würde auch schon sagen, dass der Main-Event da war. Er war halt ja. Nur nicht der Topstar. Da ja, war halt ein Austin okay, also ihn. Auch ein The Rock und ein... Ja gut, Michaels war nicht da, aber Triple H zum Beispiel würde ich auch sagen, war zu der Zeit über... Foley war zum Beispiel, würde ich sagen, auch noch über ihm. Und dann so um die Anfang der 2000er, glaube ich, wurde Undertaker dann... zu diesem Topstar und bei Bray Wyatt ist das halt ein bisschen anders und das kann man auch vom Typ her dann nicht so leicht vergleichen, also dass die dann quasi denselben Weg gehen. Nö, denselben Weg gehen sie ja sowieso nicht, allein schon, weil der Taker ja eigentlich von Anfang an gut präsentiert wurde, er hat ja wenige Matches verloren, hat ja auch gegen die Top Guys an sich auch nie wirklich clean verloren, also wenn man sich so an Hulk Hogan erinnert, 91,
hat er den Titel ja gewinnen können. Natürlich, er hat den Unclean gewonnen. Ich weiß, Tombstone durch einen Stuhl hat er letztendlich den Titel ja gewonnen. Und ich glaube, eine Woche später hat er dann wieder einen Hulk Hogan verloren, aber das auch Unclean. Also er hat ihn ja nicht clean verloren gegen Hulk Hogan, was man auch dazu sagen kann. Und Taker war immer gut aufgebaut, aber er hat halt einen konstanten Aufbau. Der war eigentlich nie, wo ich sagen würde, der war jetzt ein Mid-Carder wirklich oder jetzt down gepusht worden. Er hat aber immer einen Aufbau gehabt, aber auch immer wieder, wie sagt man das, Zeit gab, sich weiterzuentwickeln, neu zu erfinden und so weiter und so fort. War halt weiterhin präsent. Er war halt immer noch im Aufbau, man hat immer noch einen Namen und er war jetzt nicht, wo man sagen könnte, es gab wirklich nie so einen Zeitpunkt, wo man sagen kann, Taker ist geburied. Also wo man sagen kann, Ja. Taker ist jetzt irrelevant. So im Gefühl. Also dass er halt nichts mehr wert ist, so wie jetzt bei Bray Wyatt. Das ist oft der Fall. Bei Bray Wyatt kam halt rein, wurde geil dargestellt, war hot und dann kommt Cena. Da kann sich Jonas gut daran erinnern, denke ich mal. Und dann ging es ja weiter, ne? Taker verloren. Ambrose hat er, glaube ich, die Fehde hat er sogar gewonnen, aber er hat halt, die größten Fehden hat er einfach verloren. Auch die Fehde gegen Orton hat er für mich auch verloren, eigentlich so ziemlich, weil dieser Sieg bei dem House of Horrors Match, das bringt ihm gar nichts. Also, das hat einem Wyatt geholfen und ja, so im Prinzip her, aber wie gesagt, der Taker, der wurde halt jahrelang gut aufgebaut, fand ich, konstant aufgebaut, war schon vorher eigentlich so für mich auch so ein Topstar schon vorher. Halt aber nicht der, wo ich sagen würde, jetzt so den Status erreicht hat, wie jetzt ein Shawn Michaels, Bret Hart, Hulk Hogan, Steve Austin, Rock, Cena und so weiter. Fand ich jetzt nicht, diesen Status hat er nie gehabt, aber den Topstar-Status hat er schon lange erreicht. Weil, ja, war halt ein großer Name, war halt präsent, immer dabei, war auch immer Main Event oft vertreten. Aber halt, andere Leute waren halt über ihn, ne? So halt Austin, Rock, Cena. Naja, ich würde Hogan, sagen, also Michaels, Bret Hart. dann später, als Cena da war, war Undertaker klar Main Eventer. Also allein wie viele Title Matches der hatte. Ja, Aber so klar. viele Title, aber wenn du dir zum Beispiel die Attitude Era anguckst und kurz danach, kurz davor, so viele World Title Matches hatte Undertaker nicht. In Also der Attitude da würde ich sagen, hatte Foley Era. zum Beispiel mehr, würde ich sagen. Würde ich schätzen. Moment, da muss ich kurz Also überlegen. World Title Wann sagst Matches. du, würdest du die Attitude Era bei dir anfangen? 97 bis 2001. Und ich Ja. glaube, er hat ja zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob das die Zeit dann noch war, wo er sogar Hardcore Champion oder so war mit Das American war Badass und so weiter. 2001, 2002, glaube ich sogar noch. Da hat er den Hardcore-Titel gewonnen, aber Taker hatte schon einige Titel-Matches gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Also er ich hatte sage ja noch. nicht, er hatte keine gehabt, aber für mich war er jetzt nicht in der Attitude Era zu den, sage ich mal, Top 5 der größten oder Doch. Top 4, würde ich sagen. Doch. Doch. Undertaker, Austin, Rock, Triple H, Mankind. Also Taker war Ja. auf jeden Fall locker unter den Top 5 ist er auf jeden Fall. Also Ja. also Nummer 1 und 2 ist er auf keinen Fall. Das ist einfach ganz klar Austin Rock. Das. Ja, aber bei den drei kann man sich dann schon drüber streiten, ob es Ja. jetzt Mankind ist oder Undertaker oder Triple H oder was weiß ich. Ja, da kann man sich streiten. Also für mich wäre es eher Taker, aber ich denke mal, da ist jedermanns Geschmackssache. Aber ich sag mal, aber ich denke mal, man ist einig, dass natürlich der Taker besser aufgebaut wurde als Bray Wyatt. Gerade weil er halt konstant gut aufgebaut wurde, eigentlich immer einen Push hatte. Also er hat ja immer einen guten Push gehabt, wurde ja nie wirklich down gepusht. Wie jetzt ein Wyatt der Fall war jetzt beispielsweise. Und von daher, ja, bezüglich der Sache, also das Gimmick kann man sowieso nicht vergleichen. Es geht zwar in die Richtung, aber was ich gut finde, ist, man hat jetzt nicht eins zu eins den Nachfolger geholt. Ne? Das ist jetzt nicht der Under das ist jetzt nicht Bray Wyatt das macht, was der Undertaker macht, sondern dass Bray Wyatt schon was Eigenes hat im Prinzip. Jedoch, man setzt es falsch um teilweise. Ja. Und das ist halt ganz schade, weil ich würde schon sagen, Bray Wyatt könnte diese Nachfolgerrolle vom Taker gut ausführen. Jedoch, man buckt es scheiße. Oder man macht Das sich nicht auf richtig Gedanken. jeden Fall. Und das ist Ja, halt wobei etwas. ich denke auch, der Taker braucht halt keinen, also er braucht ja eigentlich keinen Nachfolger. Nö. Allerdings, ich glaube eher das Problem bei Bray Wyatt ist, dass die WWE so denkt. Also dass die WWE denkt, sie braucht so jemanden, der so ist wie Undertaker, aber das nimmt Bray Wyatt halt alles
Mögliche und man übertreibt es halt auch dadurch total. Also das House of Horrors Match war halt das beste Beispiel, wie Oder man, oder WrestleMania auch Match das zum Beispiel. WrestleMania Match auch. Ich habe zum Beispiel Undertaker, hat er mal bei WrestleMania sowas gemacht? Alles, was er mal gemacht hat, so mit dem Kreuz und so weiter, das war ja alles bei Raw, so diese Bei Segmente SmackDown, und Raw, so. halt diese Segmente. Also bei Und Pay-Per-Views hat er kaum Mindgames, außer wenn er jetzt mal returnt ist, wie bei der Survivor Series 2005. genau sowas, aber nicht so dieses Extreme ins Match. Dann ist er zum Beispiel auf einem, oder gut, das Licht ging aus, aber mehr war es auch nicht eigentlich. Also, das ist so die einzige mysteriöse Sache, die es, und die hat es halt vorher eigentlich auch schon gegeben, Und glaube es ich, in den sind halt 70ern auch und Sachen, die man 60ern. sich erinnern wird. Also so wie halt der Return 2005 oder wo Taker die Hand rausgestreckt hat beim Buried Alive Match gegen Mankind, glaube ich, soweit ich das weiß. Und was auch Sinn gemacht hat. Was ist? Also, wo man überall, eigentlich bei allen Sachen kann man sagen, okay, das ist zwar übertrieben, also es ist nicht, okay, es hat vielleicht keinen Sinn gemacht, weil jemand, der begraben wird, dann seine Hand rausstreckt und so, aber es war alles logisch. Und bei Und Bray genial. Wyatt macht es weder Sinn, noch ist es logisch. Ja, und das ist halt, also ich würde auch schon sagen, Taker braucht an sich keinen Nachfolger. Taker ist halt einfach ein einzigartiger Charakter, der halt den Taker 20, ja, 27 Jahre lang klasse gespielt hat und sehr, sehr gut gemacht hat. Und da kommt einfach keiner so schnell ran. Also, natürlich, Bray Wyatt kann es so weit erreichen, aber ich finde, Bray Wyatt soll einfach sein Ding durchziehen. Also soll man ihn einfach machen lassen, seinen Charakter, den er halt hat, versuchen auszuschöpfen und nicht so das Ziel zu erwecken. Ja, der muss jetzt der neue Taker-Nachfolger sein, weil das ihn schon natürlich, ja, ihn, sag mal, unter seinen Möglichkeiten bleibt. Weil ich finde, Bray Wyatt hat einen guten Charakter, den man auch sehr, sehr gut nutzen kann. Er ist halt nicht 1:1 wie der Taker zum Beispiel, aber der soll man einfach machen lassen, dann kann man vielleicht, keine Ahnung, irgendwann mal drüber sprechen, okay. Er ist momentan ein guter Nachfolger vom Taker oder so, aber nicht so das Ziel, man muss ihn jetzt da in die Richtung bringen. Ja. Weil das braucht ein Bray Wyatt nicht. Und Das sehe ich auch so, ja. man soll ihn einfach machen lassen. Man hat ihn teilweise auch manchmal auch gut gebuckt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt bei, jetzt die Fehde zwischen Orten war an sich eine gute Fehde, die man, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich auch gut aufgebaut wurde. Man hat damals nicht gedacht, dass es so weit kommen wird. Aber mit dem Match bei WrestleMania, was ich ja mittlerweile echt schwach fand, was ich ja sehr schade finde, weil das Match eigentlich sehr viel Potenzial hat und ich mich auch am meisten gefreut habe auf dieses Match, weil die Story einfach gut war. Und ja, dann macht man so ein Kack-Match und danach baut man die Fehde weiter auf, die eigentlich ehrlich gesagt keinen richtigen Aufbau hatte, weil Wyatt einfach immer bei seinem Titan-John-Scheiß dabei war, Orton nie bei Raw war und man eigentlich mehr Orton gegen Mahal aufgebaut hat. Also, deswegen hat man die Fehde eigentlich gut gemacht, aber scheiße zu Ende gebracht. Ja. Und wie gesagt, das finde ich halt sehr, sehr schade. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass Bray Wyatt, der jetzt bei Raw sein wird, gute Fäden haben wird, dass man ihn das ein bisschen entwickeln lässt, ihn nicht buried. Ja, dass man ihn zumindest mal ein bisschen besser aufbaut. Vielleicht mal, wie sagt man das so schön, deregeneriert, dass er sich vielleicht weiterentwickeln kann, weil. Das muss jeder Charakter mal, ne? Bray Wyatt kann ja nicht immer das Gleiche machen, das sieht man ja. Nehme ich mal zum Beispiel Taker, der hat ja auch immer wieder ein bisschen seinen Charakter immer wieder ein bisschen verändert, immer wieder was Neues gemacht, nicht nur den gleichen Scheiß gemacht, sagen wir mal, auf Deutsch gesagt, seit 20 Jahren. Weil er hat dann schon viele neue Sachen mit eingebaut und ich hoffe, das macht Bray Wyatt auch weiterhin. Das wäre auf jeden Fall gut. Das ist ja so ähnlich, als wenn Wrestler auch mal neue Moves ausprobieren, um ein bisschen Variation reinzukriegen. Ja. Und das sollte man bei Bray Wyatt mit dem Charakter machen. Ich bin mal gespannt, wie man das machen wird. Und ich hoffe, das Beste. Ja, das hoffen wir alle. Ja, wollt ihr noch was sagen? Oder? Nee. Gut, dann würde ich mal sagen. Aber eine Ja. Frage noch schnell. Wo sind jetzt die Titel? Randy Orton hat jetzt den Titel noch. Bei Und SmackDown. wer noch? Ach so, Randy Orton hat den bei SmackDown. Ach so, Randy Orton ist noch bei SmackDown. Gut, dann gewinnt Randy Orton ja sowieso. Dann ist ja alles klar. Ja. Okay. Mahal ist ja auch bei SmackDown, Wyatt ist bei Raw. Owens anscheinend auch bei SmackDown und Jericho, ja, sowieso. Ja, Und okay, nee, das war. sonst sind alle bei Raw, soweit ich das sehe. Ja. Ja, genau. Es war nur jetzt, weil ich nicht genau Ja, es wusste, war wie ja an, jetzt die also im Titel Prinzip waren World es ja, Title lag ja, ist. im Prinzip war es ja
Inoffiziell gab es ja zwei Raw vs. SmackDown Matches. Das war ja Orton vs. Wyatt und Jericho gegen Owens. Und der Rest war ja alles ein Raw-Match. Ja. Quasi. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir nun, ja, fast zum Co-Main, wenn man das so theoretisch betrachtet, weil das House of Mirrors war ja kurzzeitig unterbrochen. Und zwar der Co-Main Event, mehr oder weniger, und zwar Seth Rollins gegen Samoa Joe. Da kann Micha sicher was zu sagen. Ja, war ein ziemlich gutes Match. Zweitbestes Match am Abend, meiner Meinung nach. Es hätte großartig werden können, aber da gab es halt leider ein paar Kritikpunkte. Zum Beispiel einer da war, dass die Beinbearbeitung erst ziemlich spät im Match angefangen hat und dann wurde sie auch nicht so tolle gesellt, meiner Meinung nach, von Seth Rollins, weil er mehrere Male aufs Top Rope gestiegen ist für eine Aktion und auch so bei Irish Rips oder so hat er jetzt auch nicht besonders tolle gesellt. Also das sind schon mal zwei Punkte, was halt einfach die Bearbeitung und das Selling anging. Und die Crowd war meiner Meinung nach nicht besonders mischt, also kaum im Match drin. Gegen Ende hin, als Rollins sein Comeback gefeiert hat, da kam sie wieder rein, aber ansonsten war die Crowd eigentlich fast schon tot für das Match, was sehr, sehr schade ist. Aber es waren halt immer noch Samoa Joe und Seth Rollins, die hier angetreten sind und deshalb war es halt einfach ein sehr, sehr gutes Match. War für mich, wie gesagt, zweitbestes Match am Abend. Und ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gut, Rollins hat halt jetzt per Roll-Up gewonnen und hat damit Joe seine erste One-on-One-Niederlage zugefügt, seitdem dieser im Main-Roster debütiert ist. Genau. Und es hatte keinen Impact, weil es nie angesprochen wurde. Am Anfang mein Match, aber als es finished dann kam, hat keiner der Kommentatoren gesagt, oh, jetzt hat hier Rollins den biggest Upset überhaupt geschafft. Er hat hier den Zerstörer Joe besiegt, der noch ungeschlagen ist. Nein, das wurde nie erwähnt. Ist auch nie passiert. Ja, ich glaube auch, die WWE hat sich so ein bisschen aus der Not gedrungen, damals mit der Verletzung von Seth Rollins und so weiter, ein bisschen halt in die Sackgasse gebuckt gehabt, dass man hier eigentlich beide hätte gewinnen lassen müssen, so ungefähr. Und am Ende war es ja auch ein knapper Sieg, weil es war ja dann so, dass Samoa Joe dann noch mit reinkam und so weiter, weil man nicht wusste, oh, wie geht's denn jetzt weiter mit Seth Rollins, wird er wieder fit? Und dann hatten die beide halt eine Fehde, aber Seth Rollins hat halt das Momentum aktuell auf seiner Seite und Samoa Joe kam gerade in die WWE und kann jetzt auch keine größere Niederlage vertragen, oder zumindest ist nicht gut für seine weitere Laufbahn. Und das fand ich dann eben hier noch ganz gut gelöst, sodass man gesagt hat, okay, es ist ein Sieg für Seth Rollins, aber Samoa Joe sah jetzt auch nicht schlecht aus. Und das war halt so ein bisschen aus der Not gedrungen alles. Und ich finde, in dem Fall hat die WWE das noch alles so clever wie möglich gelöst. Also auch ohne, dass jetzt hier irgendwie so ein Double-Finish kommt und dann passiert nichts draus, so, sondern einfach gesagt, okay, wir lassen Seth Rollins gewinnen. Dann hat er was von, aber Samoa Joe sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Ja. Genau, auf jeden Fall. Das Match war auch gut, hat mir sehr gut gefallen. War ein schönes Match, schade mit der Crowd, dass sie nicht ganz da waren. War natürlich jetzt kein Brüller-Match, aber ein ordentliches, gutes Match, finde ich. Hat mir gut gefallen. Und ich fand es gut, dass man zumindest hier den neuen Finisher von Rollins nicht gezeigt hat, weil, wie gesagt, Joe ja auf das nie eingegangen ist von Rollins. Und da man den neuen Finisher nicht gezeigt hat, diesen, ja, Knee Strike, ich weiß nicht, den Finisher hat er noch keinen Namen, so dass man es auf die Art gelöst hat, war auch eine schwierige Sache, wie man es am besten machen kann, weil man Joe nicht verlieren lassen konnte, Rollins nicht verlieren lassen konnte und man hat die beste Lösung vielleicht gefunden mit dem Roll-Up, weil es halt einfach kein klarer Sieg war letztendlich, sondern ein knapper Sieg und davon wird Joe jetzt keinen großen Schaden anrichten oder wird er nicht haben. Ja. Genau, so viel dazu auf jeden Fall. Mal sehen, wie man mit dieser Fehde weiter fortsetzen wird. Kann man gut vorstellen, dass sie bei Great Balls of Fire und jedes Mal, wenn ich diesen Namen mal spreche, ist es immer noch sehr, sehr merkwürdig, wie es da weitergehen wird. Ob es da nochmal ein Match geben wird. Glaubt ihr, es wird ein Match geben nochmal? Nö. Also nicht in naher Zukunft. Kann ich mir vorstellen. Also könnte sein, dass es ein Match geben wird, könnte auch sein, dass es nicht mehr gibt.
Weil letztendlich hat Rollins den Sieg eingefahren. Ja. Wollt ihr was zum Main Event, Co-Main Event was sagen? Nö, Nee. da schon alles zu gesagt worden. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir nun zum Main Event des Abends. Und zwar kommen wir nun zu unserem Roman Reigns gegen The Monster Among Men, Braun Strowman. Das war fantastisch. Meiner Meinung nach mit Abstand das beste Match am Abend. Die Performance von beiden war perfekt. Roman Reigns hat super gesellt für Braun Strowman. Braun Strowman hat den Killer perfekt gespielt. Das Booking war perfekt. Da konnte man nichts besser machen. Reigns sah nicht zu beschissen aus, ja. Weil Reigns war einfach angeschlagen und trotzdem hat er noch genug Aktionen durchgebracht, damit er nicht zu schwach aussah. Und trotzdem hat er auch nicht zu viel durchgebracht, dass man sagen kann, oh, Braun Strowman sah ganz schön beschissen aus, weil er hier von einem kaputten Reigns aufs Maul kriegt. Sondern das war schön ausbalanciert. Keiner sah schwach aus. Braun Strowman geht super aus dem Match heraus, logischerweise, weil er clean Reigns besiegt hat. Wird jetzt der nächste Contender von Brock Lesnar sein. Und ja, der Long-Term-Plan mag zwar immer noch Roman Reigns sein, aber das war hier einfach die richtige Entscheidung für die nahe Zukunft, Braun Strowman hier den Sieg zu geben und war ein meiner Meinung nach grandioses Match. Ja, das sehe ich ähnlich. Eigentlich fast alles genauso. Das Match war sehr gut. Allerdings sehe ich das ein bisschen anders mit, was kommen wird. Ich denke, dass Roman Reigns nochmal zurückkommt jetzt und dann Braun Strowman besiegt irgendwann. Also, dass diese Fehde nochmal auf ein Match rauslaufen wird und dann besiegt Roman Reigns Braun Strowman. Mich würde es natürlich heftigst freuen, wenn es das eine Match zwischen Brock Lesnar und Braun Strowman gibt. Das wäre einfach hammergeil. Das Match an sich aber, wie gesagt, wie Micha schon sagte, war top gemacht. Das einzig allein am Ende, das war doch eine Blutkapsel, oder? Also, jetzt Ja. mal im Ernst. Also, das sah schon ziemlich gefaked aus. Ja, vor allem, ich habe mich ja gewundert, wo der einfach auf den Mund geblutet hat. Hä? Hätten ihn ja gar nicht am Mund attackiert. Weil vorher hat er gar nicht Ja, geblutet und auf einmal so. weil er ihn ja laut Story mit diesem Sideslam ja auf die Rippen, auf die Treppe gehauen hat. Das ist wie damals dieses Match bei Cena, wo er so auf die Blut und dann so hustet, so, wo es ihm so aus dem Mund tropft, so ein Tropfen, so, oh, es gibt Blut im Match. War das gegen JBL damals? Ich glaube, es war gegen JBL. Es gab einmal eins, wo es richtig peinlich war und einmal, wo die extrem krass geblutet haben. Ja, bei Blutkapsel bin ich immer so, wenn man sieht, dass es eine ist, dann kann man es auch weglassen. Und von daher, aber ansonsten war es eben gut gemacht oder sehr gut gemacht. Auch das Ende war top mit I'm not finished with you. Und dann rennt der da rein, Alter, wie ein Berserker. Das war so geil. Und ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also von daher kann man, vom Booking her, war das top gemacht. Wie gesagt, ich habe immer noch die Befürchtung, dass man dann am Ende so. Man treibt es halt auf die Spitze so mit Braun Strowman, dass man am Ende sagt, okay, jetzt gewinnt Reigns, um den absoluten Payoff zu haben. Ja, Was auch nicht schlecht ist. ja, ich habe da. Ich meine, das ist ja normales Face-Heel-Booking. Dafür ist ja ein Heel eigentlich auch da. Problem ist halt, wie Braun Strowman dann dabei aussieht. Und da habe ich ein bisschen Angst. Das ist so dass er quasi geopfert wird. So immer diese Cena-Gegner. So, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass man ihn zu so einem Cena-Gegner macht. So, wir bauen ihn jetzt auf, immer stärker und auf dem absoluten Top-Niveau, bam, da darf Roman Reigns dann zuschlagen und dann ist egal, was wir mit Braun Strowman machen. Wenn die WWE jetzt Aber. ganz hart ist, dann lässt die WWE Braun Strowman Brock Lesnar besiegen und den Titel abnehmen. Und dann bringst du beim SummerSlam Roman Reigns gegen Braun Strowman um den Titel. Ja, das wäre auf jeden Fall geil. Allerdings, wobei, man hat ja eigentlich auch noch nie so ein richtig, oder gab es dieses richtig klare Match zwischen Braun Strowman und Roman Reigns, wo es jetzt nicht so, ja, da war einer verletzt und so Fastlane. und. Fastlane oder was war das, Jo, glaube ich? Fastlane hat Roman Reigns clean besiegt. Okay. Oder ein Triple Threat wäre auch nicht schlecht. Doppelter Suplex von Lesnar gegen beide. Ja.
Das Auf wäre. jeden Fall, das wäre mal so Beast Mode sozusagen, wo Roman Reigns noch das Cruiserweight in dem Match wäre, so ungefähr. Und dann zeigt der Hurricane Und Ranas. ja, genau. Das wäre Rainsikana. 450. Ja, das würde ich mal, Red oder Arrow vom Zehner. na, wobei, sowas kann eher Brock Lesnar als Roman Reigns auf jeden Fall. Wobei inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr, aber ja, nee, Ja, also eine ich Shooting bin. Star Press. Die kann er nochmal raushauen. Ja, ich glaube, davon hat er wahrscheinlich genug erstmal. Ich glaube, dieses Trauma von WrestleMania 19 will er nicht nochmal haben. Ja. War das 19? Ja. Okay. 20 gab es Genau. ja. Hey, hey, hey. Stimmt, ach so, ja, Goodbye. stimmt. Da war ja schon das Match mit zu Ende. Ich hatte es gerade mit Michaels gegen Engel verwechselt. Das war Okay. 21. Richtig, richtig, richtig. Mit den geilsten Promo-Clips für WrestleMania ever. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, aber an sich nur vor der Zukunft, denn die Gegenwart hier war top gemacht von allen Akteuren, von den Bookern, von den beiden hier im Match. Danach die Präsentation mit dem Krankenwagen und wie Roman Reigns dann da geht. Und ich fand das auch nicht so übertrieben. Also es war jetzt nicht so dieses Superman-Booking. Also ich weiß nicht, was es ist. Ob das bei euch auch so ist, mir kommt Roman Reigns deutlich verletzlicher vor als zum Beispiel Cena in seiner schlimmsten Zeit, so 2011 und so. Selbst wenn er mal verloren hat, dieses aus dem Ring gehen und da kommt mir Roman Reigns deutlich verletzbarer vor irgendwie. Also bei ihm habe ich wirklich das Gefühl, der hat was richtig abbekommen. So. Und bei Cena hatte man damals immer das Gefühl, ah, jetzt tut er wieder so. Als wäre der Schwächere, so ungefähr. Und bei Reigns habe ich dieses Gefühl zum Beispiel nicht, weswegen er mir schon deutlich sympathischer ist als Cena. Und Reigns wird halt auch vor allen Dingen jetzt so hart gebuckt wie Cena. ja, Also man also hat jetzt, zu seiner schlimmsten Zeit, ja. ja, Reigns wurde jetzt in den letzten 3, 4 Wochen einige Male von Braun Strowman komplett Das stimmt. auseinandergenommen. Also das muss man auch mal sagen, wenn man Cena mit Reigns vergleicht. Cena hat nie clean verloren. Also nicht so clean. Ja, Nie. außer halt die Ausnahme mal das eine Mal. Einmal gegen Bryan, genau. Und Lesnar. Und Shawn Ansonsten, Michaels. ja, wobei, wobei das war noch eine andere Zeit, 2011 aufwärts, Ende 2010 aufwärts. Was wollte ich jetzt sagen? Zum Beispiel Bryan war halt so, dass Cena sich danach die Raw hingestellt hat und gesagt hat, oh, ich brauche jetzt erstmal eine Pause, weil mein Arm und so weiter so. Das hat dann schon wieder Momentum von Bryan gewonnen, weil man dann gesagt hat, okay, Cena hat jetzt gesagt, er hat verloren, weil sein Arm kaputt ist und er braucht jetzt eine Pause so ungefähr. Und das ist bei Reigns irgendwie nicht der Fall. Da gewinnt der halt und man nimmt das Momentum für Braun Strowman mit. Und da kann man gespannt sein, was daraus wird. Dürfte ja heute schon sogar weitergehen dann. Und Braun Strowman, ich muss sagen, ich muss hier für beide nochmal eine Lanze brechen. Die beiden, man kann sich über das Booking von Roman Reigns streiten, aber jetzt in der Fehde gegen Braun Strowman und allgemein auch dieses Jahr, muss ich sagen, gefällt es mir, weil du drückst ihn einem nicht mehr so hart in die Fresse. Das mit dem Taker bei WrestleMania, da hörst du jetzt am besten mal weg. Hat Ja. mir gefallen. Ich fand es auch nicht schlimm, weil ich habe auch auf Twitter vorhin gelesen, dass oh, er hat bei WrestleMania gegen Taker gewonnen und jetzt verliert er gegen Strowman. Absolut nicht schlimm, weil er Nee. war ungeschlagen ins Match reingegangen. Wer hätte er jetzt clean Richtig. verloren, 100% fit, dann wäre es was anderes, aber so sehe ich da kein Problem. Und Strowman ist großartig. Also ich hatte schon lange keinen Big Man gesehen, der so gut war oder so gut ist. Auch von Ausstrahlung und so. Ja. Muss ich auch sagen, also Strowman, letztes Jahr dachte ich mir nur so, als das Gerücht kam gegen den Taker, dachte ich mir auch so, oh mein Gott. Und Das zu ist wie. WrestleMania hättest du es dir gewünscht. Hä? Wie Rusev am Anfang, wo jeder nur dachte, Alter, was wollen die denn mit dem? Warum holen Und die denn den mittlerweile hoch? hat er sich super entwickelt. Also diese hätte ich es mir gerne gesehen. Das denke ich immer noch. Also Rusev, der ist zwar nicht schlecht, oder ziemlich gut im Ring, aber ich finde immer noch, der hat zu wenig Ausstrahlung und alles. Da finde ich Braun Strowman zum Beispiel viel, viel besser. Und für mich auch bisher der Wrestler 2017. Also wenn es so weitergeht, dann
Jo. dann ist er für mich der Anwärter auf den Wrestler 2017 sozusagen. Braun Strowman. Ja, also in der WWE jetzt, Also ich kann mir nicht. gut Ja. vorstellen, dass er zum Beispiel vom Observer vielleicht 2017 Most Improved kriegen wird. Ja, Das kann ich mir gut muss, vorstellen, weil ich finde, ich muss ganz ehrlich der sagen, vielleicht auch. bevor ich zum Match komme, da habe ich eine kleine, bisschen andere Sicht, aber natürlich auch erklären, warum. Braun Strowman gerade letztes Jahr, wie ich schon gesagt habe, als das Tag-Match gegen Taker das Gerücht gedacht mir so, oh Gott, was wollen die mit dem? Aber seit dem Roster-Split, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er sich schon gemacht. Da hatte ich halt diesen Look da ein bisschen angepasst. Und dann hat sich weiterentwickelt. In-Ring-Technik macht er gut, der hat eine gute Ausstrahlung. Also er entwickelt sich sehr gut und er ist einfach momentan der Shit. Also er ist momentan vielleicht der hotteste Guy aktuell. Ja, Und er ist ein Grund, warum. Also, ich werde heute wahrscheinlich wieder Raw live gucken und ein Grund ist einfach Braun Strowman. Vielleicht sogar der Hauptgrund. ja, ich freue mich auch. Also das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich sagen würde, okay, wegen Braun Strowman gucke ich mir Raw an. Und das werde ich nicht live gucken, weil ich nicht kann, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen und dann, ja, werden wir natürlich eine Raw-Review machen. Oh, mein Telefon. Ich muss mich mal auf stumm stellen, dann können. Jetzt können wir weitermachen. Okay. Ja. Klassischer Jonas, kann man sagen. Wie gesagt, Braun Strowman auf jeden Fall ein Charakter, der mir momentan sehr gut gefällt. Und ja, zum Match selber, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe es ja schon gesagt, in dieses Match kam ich überhaupt nicht rein, weil die eine Seite Braun Strowman hat mich schon gejuckt. Die andere Seite hat mich nicht gejuckt, Roman Reigns, der war mir komplett egal. Und so habe ich das Match auch betrachtet. Auch wenn ich ehrlich sein muss, das Match war gut. Es war ein gutes Match und ich habe auch vor dem Match gedacht, nachdem ich den Pay-Per-View gesehen habe, dachte mir so, ja, Roman Reigns habe ich eigentlich gar keinen Bock. Soll ich jetzt abschalten? Soll ich es mir angucken? Ja, komm, guck es dir einfach mal an. Vielleicht passiert ja irgendwas Lustiges oder Interessantes. Und ja, hab's das gesehen, das Match war gut. Würde ich's, ja, ich weiß nicht, ob ich Match of the Night sagen würde. Das ist momentan bei mir 1 und 2. Also ich fand Rollins gegen Joe gut, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich in diesem Match jetzt so drin war, wie jetzt ihr jetzt zum Beispiel oder so. Das kann ich mir so sagen, weil, wie gesagt, die Personalie Roman Reigns mir einfach nichts sagt und ich ja, wie gesagt, in der nächsten Zeit auch weiter in die Segmente auch von dem skippen werde. Gab ja bisher nur ein Segment, was ich skippen konnte, weil er danach ja nicht da war. Das war schön, dass er nicht da war. Aber nun gut, so viel zu Roman Reigns. Muss aber sagen, war eine gute Performance. Also Braun Strowman und Roman Reigns haben gut gewirkt, muss ich auch sagen, gebe ich zu. Und ja. Ja, Braun Strowman hat Roman Reigns clean besiegt, was ich nicht gedacht habe. Wir haben ja in der Preview gesagt, dass Braun, also ich habe ja gesagt, dass Braun Strowman gewinnen wird, allerdings nicht clean. So wie man letztendlich gemacht hat, war okay, weil letztendlich Roman Reigns angeschlagen war und dadurch der Sieg Sinn gemacht hat. Jetzt Braun Strowman und Roman Reigns so clean besiegt und Roman Reigns wäre nicht angeschlagen, dann wäre es natürlich scheiße, weil er ja, besiegt Roman Reigns einmal vorher den Undertaker. Ja, wie es mir gefallen hat, das denke ich mal, weiß ja jeder. Das war für mich ja was Schönes, für mich was Trauriges. War ein trauriger Feiertag gefühlt. Und ja, und einen Monat später besiegt Braun Strowman Roman Reigns clean. Also, naja, das wäre nicht so gut gewesen. So, okay. Ich glaube, dass man Braun Strowman gegen Brock Lesnar macht. Mal sehen, was da rauskommt. Aber ich kann so viel sagen. Leider, und das ist das Traurige dran, kurz oder lang wird Braun Strowman für Roman Reigns beerdigt. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob es wirklich so kommt. Ich habe es auch im Gefühl, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil eben die Vorzeichen schon ein bisschen anders sind als bei den typischen WWE-Beerdigungen. Also Mit John Cena als Hauptrolle. mal gucken. Genau, mal Ja, wie gucken. gesagt, Bronze, aber die Szene, die ich richtig geil fand, ich habe mal weiter geguckt und dachte mir so, Raw Talk, ah, geht ja noch weiter, Roman Reigns. Aber das mit dem Krankenwagen, das war so geil, wie der einfach da reinrennt. I'm not finished with you und dann rennt er voll gegen die Tür. Also, das war echt eine geile Szene. Die habe ich mir noch ein paar Mal angeguckt. Also, das war echt richtig, richtig geil von Strowman. Also, wo ich mir auch gedacht habe, ja. Eine Tür umrennen, das kann man auch mal so machen. Das ist für Lesnar gefühlt eine Leichtigkeit, dagegen zu rennen. Der wird, glaube ich, sogar das ganze Krankenwagen auseinandernehmen mit Leichtigkeit. So wie er damals diese Tür da auseinandergenommen hat, Leichtigkeit damals mit Seth Rollins. Also war schon ganz cool da mit Strowman. Aber wie gesagt, Rollins wird ja leider irgendwann den Sieg holen. Und ja, gefällt mir natürlich nicht, dass Reigns da so weiter gepusht wird, aber gut. Darüber habe ich ja schon oft gesagt. Und meine Meinung zu Reigns ist ja, denke ich mal, allen bekannt. Ruhig. Ist ja so wie ähnlich bei dir, Cena. Ja. Ja, und dann wird irgendwann Micha sich mit Enzo Amore aufregen, wenn der Main Event gepusht wird.
Gut. Ja. Dazu muss man sagen, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Also Enzo Amore als Main Eventer, no chance in hell, würde ich mal sagen. Ja, Micha sehr excited auf jeden Fall, das freut mich auf jeden Fall. Gut, ja, wollt ihr noch was dazu sagen? Oder, also bitte, Great Balls of Fire, wird der Lesnar seinen Titel verteidigen? Wer wird sein Gegner? Ja, ich gehe mal davon aus, dass man so ein Number One Contender Match machen wird, schrägstrich muss, weil es gibt halt zu viele Anwärter. Braun Strowman ist jetzt natürlich vorne mit dabei, und halt Seth Rollins. Ja, ich denke, dass Roman Reigns erstmal raus sein wird. Also, dass er nicht kommt. Worst case wäre, dass so ein Number One Contender Match kommt und dann im letzten Ende kommt dann noch Roman Reigns mit rein. Ich fände es cool, wenn man ihn jetzt wirklich 4 Wochen oder so draußen lässt. Das würde Braun Strowman auch nochmal aufwerten. Und dann, dass man sagt, okay, bis Great Balls of Fire, da ist jetzt gegen Braun Strowman. Und dann kommt Roman Reigns vielleicht sogar wieder und so. Und bin ich mal gespannt, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, also ich vermute, dass es Braun Strowman wird. Wie man es macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich freue mich auf die Ansetzung Braun Strowman und Brock Lesnar, wenn das passieren wird. Muss ich ehrlich sagen. Das kann was Gutes werden. Ja. Zwei Zerstörer gegeneinander, jedoch, naja, dass Braun Strowman den Titel gewinnt, das ist eher unwahrscheinlich. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, war es das eigentlich so ziemlich mit dem Pay-Per-View Payback? Fazit, Jonas. Fazit. Ja, sehr unerwartet guter Pay-Per-View fand ich, weil man hätte jetzt nicht gedacht, dass er so gut wird. Aber im Endeffekt war es ein ja, sehr gut wäre ja eins, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es war ein guter Pay-Per-View, vor allem dafür, dass es eben so ein WrestleMania-Payback ist, wo man sagt, okay, da werden halt die Matches nochmal abgespult. Aber das war tatsächlich ziemlich gut. Ich habe es leider nicht live gesehen, wobei ich sagen muss, ich war wirklich so müde, dass ich es dann vielleicht auch nicht hätte wertschätzen können. Und muss sagen, als ich den dann heute Mittag oder morgen Mittag geguckt habe, war ich echt positiv überrascht. Also ich habe das gesehen und dachte, da war ja wirklich eigentlich bis auf das House of Horrors, was aber auch zumindest so ein Alleinstellungsmerkmal hatte und eben, wie ich sagte, die Idee an sich jetzt auch nicht scheiße war, würde ich sagen, war einfach nichts Schlechtes dabei. Und das fand ich einfach positiv, dass du ein Pay-Per-View guckst und sagst, da gab es einfach nichts zu meckern. Das war einfach gut, solide. Und da kannst du eigentlich wenig kritisieren, so wo du sagst, okay, das ganze Ding ist einfach schlecht und so weiter. Und selbst wenn was schlecht war, eben wie House of Horrors, dann hat es zumindest irgendwas polarisiert oder so. Und von daher, guter Pay-Per-View, so kann man gerne weitermachen. Und ja, ich war auf jeden Fall sehr positiv überrascht, von daher, dass ich überhaupt nichts erwartet hatte. Ich widerspreche und sage, dass ich den Pay-Per-View überraschend schwach fand, weil ich hatte mir mehr erwartet. Ich fand, die Card sah extrem stark aus. Ich habe jedes Match hätte der Showstealer sein können. Und deshalb, ich fand trotzdem, dass es ein guter Pay-Per-View war, keine Frage. Aber ich hatte mir mehr erhofft. Die Matchqualität war überraschend schwach. Das Booking war überraschend gut. Von daher hat sich alles noch ausgeglichen und ja, war trotzdem ein guter Pay-Per-View, nur wie gesagt, ich habe mir mehr erwartet, ganz besonders von so einem Match wie Jericho gegen Owens, von Strowman gegen Reigns und von Alexa Bliss gegen Bayley zum Beispiel hatte ich mir weniger erwartet. Vom Tag-Title-Match hatte ich mir nicht so viel erwartet, von Aries gegen Neville hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, von Rollins gegen Joe hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber es hat sich dann im Endeffekt alles ausgeglichen und war eine gute Show. Ja, meiner Meinung nach zum Pay-Per-View war ein ordentlicher Pay-Per-View, war ein ordentlicher bis guter Übergangs-Pay-Per-View, war kein schwacher Pay-Per-View. Ich habe, glaube ich, sogar den Pay-Per-View da bei Live-Video gesagt, das war ordentlich. Vielleicht auch ein bisschen negativer gedacht, weil, ja, ich nicht von allem überzeugt war, gerade, ja, ich halt auch nicht komplett drin war in den ganzen Matches, muss ich sagen. Also,
US-Title Match war okay, Cruiserweight war gut, Raw-Title Match war okay, Women's Match war gut, ja, House of Horrors Match, ja, war nicht so gut, Rollins gegen Joe war gut, der Main Event auch gut gemacht, also letztendlich war es schon ein guter Pay-Per-View, hat es bei der Live-Review ein bisschen anders in Erinnerung, hatte ich ein bisschen negativer getrimmt, aber war trotzdem gut, ich habe nicht so viel erwartet, also ich habe nicht viel erwartet vom Pay-Per-View. Habe mir nicht so viel Hoffnung gemacht, habe aber auch nicht gedacht, dass es jetzt so ein schwacher Pay-Per-View sein wird. Deswegen bin ich so ziemlich, ja, kann man sagen, mehr oder weniger zufrieden. Also ich bin jetzt nicht komplett zufrieden. Man hätte mehr machen können. Mehr wäre möglich, aber man hat nicht mehr gemacht, leider. Von daher war es okay. Ich würde jetzt 7 Punkte geben, glaube ich. Ja. Ja, so viel dazu. Ich habe natürlich auch euch gefragt, wie ihr den Pay-Per-View fandet. Habe ich jetzt nur auf YouTube gemacht. Auf Twitter habe ich das komplett vergessen, diese Umfrage zu machen. Und zwar bei der Live-Review. Und zwar habe ich gefragt, wie ihr natürlich Payback fandet. Und zwar fanden 50% den Pay-Per-View okay. 40% fanden den Pay-Per-View gut. 6% fanden den Pay-Per-View sehr gut. 3% fanden es schwach. Und 0% fanden es sehr schwach. Joa. So Jo. ziemlich gleicht sich mit unseren Meinungen zusammen ein bisschen, kann man sagen. Und natürlich habe ich noch eine Umfrage gemacht, was euer Match of the Night war. Ich habe natürlich das Cruiserweight-Match komplett vergessen. Das ist mir erst gerade eben aufgefallen. Das ist halt der Unterschied, wenn man kurz vor 7 die Ausgabe veröffentlicht. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen früh, kann man sagen. Auf jeden Fall 42% haben den Main Event als Match of the Night gesagt. Samoa Joe gegen Seth Rollins mit 23%, genauso entweder das US oder das Tag Team Title Match, wurde auch mit dieser Prozentzahl abgestimmt. Das House of Horrors Match hat 4%, genauso wie das Women's Title Match. Ja, kann man fast zustimmen. Also wie gesagt, das Women's Match würde ich ein bisschen höher ansiedeln. Also würde ich sogar über US und Tag Team Title Match ansiedeln, also auf Platz 3 und das House of Horror Match ganz unten. Ja. So in der Art halt. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr Payback? Fandet ihr es gut? Fandet ihr es schlecht? Hat es euch gefallen? Wart ihr unterhalten? Ich habe zum Beispiel vom guten Patrick gelesen. Das kann ich mal gerade mal vorlesen. Halte mich für verrückt, aber der Pay-Per-View war hat wirklich Spaß gemacht. Zwar öfter dumm gebuckt, aber erstaunlicherweise sehr unterhaltsam. Ja. Ja, genau, so eine Art. Also gab verschiedene Meinungen, schreibt auch immer gerne in die Kommentare und ja. Was soll man für ein Hashtag bringen für diejenigen, die jetzt so lange geguckt haben? Könnt ihr euch einen aussuchen? Das ist eine gute Frage. Hashtag, pa Paybitch, keine Ahnung. Hashtag Payback is Payback a haben wir bitch. schon. Was? Na dann mach Paybitch. Das ist Paybitch. dann quasi die Kurzform von Payback is a bitch. Also Hashtag Paybitch. Ja. Okay. Nur gut, wenn es so ist. Soll natürlich nicht beleidigend gemeint sein, also alles im Mein Rahmen. Gott, jetzt hör auf. Bevor ich mich hier vergesse, dass man sowas überhaupt sagen muss, ey. Gibt immer diese Leute. Muss An man alle leider. Bitches da draußen, ey. Das kann man doch mal. Jetzt mal im Ernst, ey. Das, sowas macht mich echt aggressiv. Wenn man sich für sowas immer entschuldigen muss, da kommen hier schon die ersten. Ich habe letztens irgendwo, war ich bei einem Talker zu Gast. Und Oh Gott, ich ey. weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich muss gerade echt überlegen und es war wirklich, weil ich irgendwie gesagt, ach genau, weil ich gesagt habe, ich kann GTA San Andreas nicht leiden, weil ich dieses Ghetto-Geschwafel nicht leiden kann und ich mich mit Schwarzen halt nicht so identifizieren kann, weil ich eben nicht schwarz bin. Und dann stand halt darunter, naja, das ist irgendwie schon ziemlich rechts. Und ich denke, was ist darin jetzt bitte rechts? Also heutzutage ist alles irgendwie, du brauchst nur schwarz sagen, ist es sofort, oh, das ist. Das Selbst geht wenn du nicht sagst, hier, Schwarze sind die absoluten Übermenschen. Oh, das ist schon ziemlich rechts also oder so. Also, Jonas, ne? oder irgendeine Beleidigung gegen irgendwas. Ich meine, man kann doch auch mal Witze auf Kosten von Randgruppen machen. Ich meine, kann man doch auch mal Witze auf Kosten von Rothaarigen machen. Zum Beispiel. Nur so zur Info, er ist rothaarig. Nur so. Ach so, ja, genau. Das hätte man vielleicht dazu sagen können, um den Joke
zu verstehen. Ja, ich kann auch was gegen Rothaarige sagen. Was hast du jetzt gegen Ja. Ja, Rothaarige? aber dann, So da habe ich gefühlt. auch kein Problem mit. Also, das ist halt Ja. so, mein Gott, dass man Ja, das heute klar. immer, da wird alles persönlich genommen und so. Wie gesagt, sagen wir einfach Da mal. werde ich aggressiv. Ja, Ja, sagen wir also, mal. Pay-Bitch Ja, und genau. fühlt euch beleidigt. Gut, das waren die Worte zum 1. Mai 2017 um 20:04 Uhr. Hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, Hashtag PayBitch reinschreiben, wenn ihr den Pay-Per-View so, oder wenn die Pay-Per-View so lange geguckt habt. Nein, sondern wenn ihr die Live-Review so lange, Live-Review, die Podcast-Review geguckt habt. Jetzt haben wir alles durch. Und ja, wie gesagt, es wird dann morgen wahrscheinlich Raw kommen, SmackDown, je nachdem, wie sich das alles zeitlich finden wird. Mal sehen, wie Raw und SmackDown wird. Und in 4 Wochen, mehr oder weniger, haben wir dann den nächsten Pay-Per-View, und zwar Backlash, den SmackDown Pay-Per-View. Ja. Ja, dann in diesem Sinne, wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr noch was loswerden? Nö. Nein. Das ist doch schön. Damit ich Doch. was. Ja. Kauft WXW Now, ja. Morgen Abend um 8 Uhr wird die letzte Show oder beziehungsweise die vorletzte Show aus Frankfurt online gestellt. War eine geile Show, ich war live dort. Den Main Event muss man sich angucken. War ein mega, mega geiles Match. Und für diejenigen, die es jetzt am Dienstag gucken, weil das ja wahrscheinlich am Dienstag öffentlich wird, meinst du wahrscheinlich dann heute Abend um 8. Der zweite, fünfte. Genau, der 2.5.8. Da war der Micha zu Gast bei WXW. Genau, wie war es denn eigentlich? Ja, war eine gute Show, kann man sagen. Main Event war, wie gesagt, mega gut und der Rest war auch ziemlich, ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie lange sie ging, ich glaube 3 Stunden ungefähr. Ging klar. Hab ein Was? paar Euronen da gelassen. Hab, glaube ich, 150 € da gelassen. Und das lässt ja darauf schließen, dass es der Abend war. Ja, hast du viel Merch gekauft, oder? Nee, aber also ich habe ein bisschen was zu trinken gekauft. Da kostet so, wenn dir eine Cola kostet, kostet ja 4 €. Oh. Ist ja. Darfst du ja eigentlich selber was mitbringen oder wird man am Anfang sogar durchsucht? Wirst durchsucht. Und Also ja. wie im Stadion muss man draußen lassen Ja, und genau. so, oder? Genau. Hab mir 3 T-Shirts gekauft, einen Pullover und ja, bisschen was zu trinken und dann bist du halt schon mal schnell 100, 150 € los. Also 100 € in der Arena selbst gelassen und dann nochmal 50 € halt für die ganze Fahrt, für U-Bahn, Zug und Bus. Und ja. Ja, Ja, hat sich gelohnt. hat sich gelohnt. Das hat sich wahrscheinlich mehr gelohnt als ein WWE Live-Event. Vermutlich. Wo du wahrscheinlich allein schon für den Ticket 100 € ausgibst, gefühlt. Das ist richtig, ja. Und dann kaufe ich mit 2 T-Shirts und da bin ich, glaube ich, auch wieder 50 € oder so los, wenn es reicht. Ja, aber natürlich lohnt sich ein WWE Live-Event mehr als natürlich eine WXW-Show. Ist ja natürlich ganz klar. Nein. Ironie aus. So. Genau, da würde ich mal sagen, haben wir damit alles besprochen. Und da würde ich mal sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Tschüssing. Ciao.